wenn mir jetzt irgendein Wissenschaftler oder Psychologe sagen würde, ich bin computerspielsüchtig, dann nehme ich das hin. So. So, ich wollte mal wissen, seit wann streamst du? Das ist schwer. Ich habe vor Twitch auf Justin TV gestreamt. Also ich habe ja den Wechsel noch mitgemacht von Justin TV auf Twitch. Ich habe keine Ahnung, wann das war. Ich weiß es nicht. Nicht mal ungefähr. 2000, 2010 vielleicht. Oh, krass. Und da hast du auch nebenbei den ganzen Social Media Kram gemacht mit Twitter und Das so. gab's da alles noch gar nicht in der Form. Also man hat auch damals nicht gestreamt, weil du groß Zuschauer erreichen wolltest oder so. Ich habe damals gestreamt, um meinen Freunden mein Bild zu übertragen, weil wir Witzig. zusammengespielt haben. Ja. Und irgendwann waren da zwei Leute im Chat, die nicht von uns waren, die sich das angeguckt haben. So. Und dann fing das an. Und dann ging das in die Richtung erst überhaupt los. Krass, hast du von Anfang an mit Kamera gemacht? Nee, gar nicht. Das habe ich sogar erst vor, ja, jetzt hätte ich gesagt vor kurzem, aber vor ein paar Jahren, wenn überhaupt erst. Also sonst war es so spontan, aber eigentlich eher ohne Kamera. Krass. Aber wo kam dann für dich der Umschwung, wo du gesagt hast, ja, ich mache jetzt nur noch mit Kamera? Einfach ein bisschen Sachen, du willst ja manchmal auch Sachen ändern. Du willst, keine Ahnung, mal gucken, ob das andere besser funktioniert, ob, und selbst wenn es ins Berufliche geht, ob die Vermarktung dann einfacher ist, ob es einfacher ist, jemanden zu vermarkten, der sein Gesicht zeigt, als nur ein Avatar. Und all die Sachen, die damit reinspielen, waren halt wichtig dafür. Früher hat keiner gefragt, wo ist die Cam? Heute mache ich einmal die Kamera aus zum Essen. Wo ist er hin? Ja, wo ist die Kamera? Ja. So. Aber gezockt hast du trotzdem schon davor schon. Also wann hast du angefangen mit Spielen? Also, seit ich denken kann, also mein Onkel hatte damals alles Mögliche an Konsolen gehabt, also auch noch so Commodore 64 und Atari und sowas. Und ich habe als kleines Kind schon davor gesessen und ich habe auch alles, was ich so im normalen Alter mitnehmen konnte, als Kind mitgenommen. NES, Super Nintendo, N64 und so weiter, halt alles. Also gab für mich nie was anderes. Also warst du dann früher viel draußen oder warst du auch dann nur Heimscheißer? Nee, das war damals, weil ich weiß gar nicht, ob das damals theoretisch normal war. Ich war schon in der Schule eher Außenseiter, weil wir nur zwei Leute hatten, die gezockt haben. Aber es heißt nicht, dass Außenseiter bedeutet keine Freunde. Wir haben regelmäßig waren wir im Schwimmbad, in der Inlinerhalle, Fußballspielen mit der ganzen Gruppe. Aber manchmal hieß es auch, nee, ich habe heute keinen Bock auf Fußball, ich zocke, aber es konnte nur ein anderer verstehen in der Klasse. Aber für uns war der Tag allgemein immer nach der Schule raus und abends wird gezockt. Das war immer so. Aber so, das ist so, ich weiß ja nicht, du weißt ja, dass du halt immer so mit der Beste bist und so, aber für dich ist das ja so Normalität. So, aber wenn ja andere so einschalten und die gucken, das denken sie, das ist ja nicht normal. Ist das so, wo du auch sagst, das ist so eine Erwartungshaltung an dich, wo du sagst, in jedem Spiel mal der Beste zu sein? Also stehst du da auch so unter Druck? Ja, ich finde, es ist mit das Nervigste, dass ich kein Spiel spielen kann, ohne dass alle davon ausgehen, dass ich gewinne. Und wenn ich nicht gewinne, hacken alle auf dir rum. Das ist natürlich nicht schlimm, aber das macht mich sauer, weil warum darf ich nicht verlieren? So. Und das ist sehr anstrengend, auch bei größeren Placements. Boris zum Beispiel, wenn Riders Republic gespielt wird, 30 Streamer im Chat und Boris sagt, ja, Dalu wird eh gewinnen. Ja, okay, geil. So, dann wird das wieder, dann muss ich jetzt wieder, ich muss gewinnen. Also indirekt muss ich immer tryharden, auch Das wenn ist ich schon gar nicht scheiße, will. ne? So. Das habe ich auch im Chat hier oft mitbekommen. Was haben wir gespielt zuletzt hier, dieses Chocobo-Ding da? Auch die Leute so, hä, Dalu ist noch nicht fertig, hä, was? Dalu hat verloren. Es ist wirklich die ganze Zeit. Das würde mich richtig nerven, glaube ich. Ja, man kommt damit klar, weil das Gute ist ja immer noch, ich würde schon sagen, dass ich so über dem Durchschnitt Computerspiele spiele. Das heißt, es passiert dann trotzdem am Ende mal, dass man gewinnt. So. Aber ich muss mich trotzdem ein bisschen immer darauf vorbereiten bei all den Events und Spielen, die man spielt. Wir hatten jetzt das, da warst du, glaube ich, nicht bei, außer ich irre mich da, Rainbow Six.
Extraction, dieser Zombie-Modus in Anführungsstrichen. Das war auch so ein Turnier, da habe ich mich ein bisschen drauf vorbereitet, damit wir auf jeden Fall gewinnen. Ja. So, weil jetzt konnte ich mir wieder nicht geben, wenn wir da Zweiter geworden. Ja, aber gut, da misst du dich halt auch nicht so mit anderen. Doch, also da ging es darum. Das war so ein Turnier auf Punkte. Du hast 2 Stunden Zeit, das Team, was die meisten Punkte macht. Und da habe ich auch schon getryhardet wieder. Einfach, das ist halt ein Turnier. Ja, aber mir geht es nicht darum zu gewinnen, mir geht es nur darum, nicht zu verlieren. So, mir ist am Ende, es ist mir egal, ob ich gewinne, ich will am Ende nur keine Kacke im Chat lesen. So, also ist mir schnurzpiep egal, ob ich irgendwelche Turniere gewinne oder nicht. Ich versuche gerade in deinem Kopf zu differenzieren, wann du sagst, okay, da gebe ich mir richtig Mühe und da so, nee. Oh, das ist schwer. Also erstmal, es fällt mir ja schwer, sich keine Mühe zu geben. So, man spielt ja eh irgendwo immer mit dem Kopf und so semi-competitive. Aber es gibt manchmal, du weißt von vornherein, wenn du irgendein Spiel spielst, da sind manche Leute, du kennst sie, und bei Rainbow Six, da war jetzt Zander dabei und du weißt, das sind die besseren Rainbow Six-Spieler. Ja. Und trotzdem geht aber keiner in meinem Chat davon aus, dass Zander gewinnt, sondern die Leute gehen davon aus, dass ich gewinne. So, wie mache ich das jetzt? So, und dann musst du richtig tryhard. Aber das schon, man kann sich schon gewertschätzt fühlen dadurch. Auch wenn Ich finde das auch, das ist auch auf eine Art ist das ziemlich cool. Auf der anderen Art musst du es irgendwie aufrecht halten. Es ist schon geil, dass alle dich kennen, weil sie denken, du bist gut in Computerspielen. So, also ich habe mir so viele Reactions zu Twitch Clips Germany angeguckt und da war ein Valorant Ace drinne. Die Person, die das sich angeguckt hat, ist voll abgegangen und hat dann gesehen, ach, das war von Dalukart. So, das ist nur so, dann ist so diese Erwartung, ach so, dann ist ja normal. Ja. So, auf eine Art ist das super cool. So, haha, das ist schon geil, aber das ist trotzdem schwer, diesen Status aufrechtzuerhalten. Oh, irgendwie voll sad. Oh. Nein. Aber wenn der Stream aus ist, spielst du dann trotzdem viel oder nicht so? Wie bitte? Also wenn der Stream aus ist, also klar, du sagst, du befasst dich da mit einem Spiel extrem, aber spielst du auch so für dich? Ich spiele jetzt abends und morgens halt Lost Ark die ganze Zeit. Also es geht so, und dann gucken wir noch Filme oder Serien. Aber ansonsten, ich spiele kein Hand-Showdown ohne Stream. Ich spiele kein Valorant ohne Stream oder so. Sondern eher was halt so entspannt ist. Oder Sachen, die vielleicht nicht für den Stream da sind oder Kampfspiele oder so. Ja. Aber würdest du denn sagen, so, das Zocken ist so, also für mich war es früher so, ist so eine Sucht oder eher nicht? Ja, was ist eine Sucht? Wenn mir jetzt irgendein Wissenschaftler oder Psychologe sagen würde, ich bin computerspielsüchtig, dann nehme ich das hin. So, ich finde, solange in deinem Leben nichts darunter leidet, also wenn du hast jetzt nicht jeden Monat mehr Schulden und kannst immer weiter, also du reitest dich immer weiter in die Scheiße, Dann ist gefährlich, dann ist schlimm. Aber wenn du dein Leben doch unter Kontrolle hast, dann ist das eigentlich schnurzpiepegal, ob du den ganzen Tag Computer spielst. Also, ich denke halt so, wenn die Leute die Schule abbrechen, um zu zocken, oder nicht zur Arbeit gehen, um zu zocken, das ist schlimm. Ja. So, wenn am Ende da nichts bei rumkommt. Aber sonst ist das egal. Ja, Sucht oder Gewohnheit, ne? Ja. Aber ich spiele, also wie lange bin ich am Tag am PC? 16, 15 Stunden. Ja? Ja, also von 8 Uhr bis 1, halb 1. Musst du nicht mehr einkaufen oder so? Es gibt viele Sachen, die ich nicht, also die Gott sei Dank meine Freundin macht. Ja, aber es geht nicht darum, dass ich nicht einkaufen wollen würde. Es geht mittlerweile darum, dass ich keine Zeit hätte, einkaufen zu gehen. Was? Also es ist schwer für mich, also morgen muss ich zum Beispiel zum Amt mich ummelden. Ja. Und dafür musste ich jetzt 3 Termine wieder verschieben. Ja. So ungefähr. So, und das ist, wann macht man das? Aber deine Freundin ist ja wohl, die sagt so, ja, geht voll klar. Oder eher so, ne, ist schon kacke. Ich glaube, es ist ein Geben und Nehmen in der Hinsicht. Ne? Ich bin super happy, was das angeht. Sonst könnte ich alles gerne, will ich niemals so viel streamen. Ja. Oder so, wenn die anderen Sachen nicht von meiner Freundin übernommen werden. Aber dafür, so blöd das klingt, muss sie sich jetzt gerade keine Sorgen machen, wo das Geld herkommt oder wie das Geld verdient wird oder so. Aber zockt die auch oder gar nicht? Doch, sie zockt für League of Legends und Lost Ark momentan. Ah, cool.
Aber wenn du rausgehst, wirst du erkannt oder nicht? Oh, das ist sogar wirklich unterschiedlich. Passiert sogar schon öfter. Also ist schon öfter passiert. In Dortmund öfter, sogar mal auf der Auto, also nicht auf der Autobahn, sondern auf der Ja. Schnellstraße ist neben uns einer gehalten und hat so rübergeguckt. So, und, es passiert, aber es ist nicht so. Die lustigsten Sachen ist, wenn der, das darf ich vielleicht gar nicht erzählen, aber man kriegt ja eh nicht mehr raus, wer es war, der Security-Mann von der ESL One. Der hat mich erkannt und hat mich einfach nicht gecheckt und einfach reingelassen. So, ach, da, du bist. Ja, klar, komm rein. So, okay, danke. Gibi fragt, wann er denn mal rausgeht. Ja, zum Ummelden. Hast doch gehört. Letztes Jahr war ich viel unterwegs wegen Hauskaufen. Das ist ja viele Termine, die du da hast. Also, da sind ja tausend Sachen, weshalb du immer wieder raus musst. Echt? Also ich kenne mich da gar nicht aus von Hauskauf. Das war sehr anstrengend. Es war sehr viel Papierkram und machen und so weiter. Hätte ich das vorher gewusst, weiß Hast du es nicht gemacht, oder nicht. Nein, natürlich schon, aber es was? war schon nicht so Also nice. es wäre schon fertig. War das schon fertig? Ja, das Haus wurde kurz nachdem, bevor wir es gekauft haben, komplett renoviert. Also es ist, Geil. ja. Geil. Aber hast du dann auch so Leute, wo du sagst, oder wo du bist ja auch, bist du auch selber in Streams unterwegs? Du guckst ja auch ab und zu bei Leuten mal rein, ne? Ja, ich gucke aber, also wenn ich ehrlich bin, ich gucke immer nur Kurz. kurz. Ja. Ich habe keine Zeit. Ja. Also so blöd das klingt, ich würde gerne. Aber ich habe keine Zeit, Streams zu gucken. Ich gucke sehr viel YouTube nebenbei. Auch alleine, weil es mir selber hilft. Also ich gucke die ganze Zeit, also ich habe, jetzt weiß ich mittlerweile alles, ich habe so viele Dead by Daylight-Videos geguckt den ganzen Tag, bis ich das so unterbewusst einfach aufgenommen habe. Ja. Davor habe ich Lost Ark-Videos geguckt, wie man schneller levelt, wie man effektiv. Und ich nehme Ja. alles auf zu den Sachen, die ich halt brauche. Und hast du da auch irgendwelches selber Stream-Vorbilder oder gar nicht? Stream-Vorbilder, was Ja. Streaming angeht, Ja. in der Hinsicht nicht. Es gibt ein paar Leute, die ich für manche Sachen beneide. Zum Beispiel, Odstava ist ein internationaler Streamer, der zu 99% immer ruhig bleibt, egal wie kacke das Game läuft. Das gibt es viele Leute, die das können. Das finde ich krass. Das würde ich auch gerne. Manchmal aus Emotionen raus lässt man doch mal einen blöden Spruch ab, den man danach bereut oder so. Nichts Krasses, so, aber trotzdem überhaupt jemanden angegangen zu haben oder so, würde ich gerne vermeiden. Manche Leute, die so viel Zeit in ihre Streams stecken, so was alles drumherum angeht, die dann 5000 Sounds auf ihrem Soundboard haben und für alles eine Szene und für, ich verschiebe alles immer manuell, während ich das spiele. So, hier, wir spielen Dead by Daylight wie fast jeden Tag, aber ich habe keine feste Kameraposition für das Spiel. Ich schiebe das wieder manuell. Es wäre sehr viel einfacher, wenn man das machen würde. Und du könntest so viel rausholen. Aber ich denke, so für mich, ich finde, einer der nettesten Streamer, die ich kenne, die auch echt viel Arbeit da reinstecken, und das glaubt man gar nicht, ist Trilux. Echt, ja? Ja, das ist schon eklig, wie nett er ist. Auch in echt. Doch, also, so, wir labern ja viel Scheiße on Stream und wir dissen uns ja, wo wir nur können. Aber es ist ekelig, wie nett der in echt ist. Ja, dann kommt der hier zum Umzug helfen und dann fragt er, soll ich noch zum Baumarkt fahren und das und das mitbringen, um die Sachen besser. Ach du Schein. Oh nee, das geht ja Ja, gar nicht. Oh mein das ist Gott. schon krass. Also, das ist schon echt krass. Also, Ja. das ist schon, das bewundere ich sehr, weil er so viel Onstream auch so macht, aus die Rapid LAN, da waren die jetzt, und der organisiert echt viel neben den Streams. Also, das ist ein echt netter Kerl. Ja, du hast mit ihm noch schon übelst lang zu tun, ne? Gar nicht eigentlich. Das hat Nee? sich nur so, das hat sich absolut spontan ergeben. Echt? 2018, wenn das für dich übelst lang ist, wenn es 4 Jahre ist, oder Naja, das sehe 2018 ich oder nicht. 2019, in Ja. dem Dreh, haben wir uns zufällig vor dem ESL One Hotel getroffen. Das war Ja. das erste Mal, wo wir überhaupt miteinander geredet haben. Hatte vorher nichts mit ihm zu tun. Kannte ihn natürlich, aber dann ging das erst los, glaube ich. Und kennst du noch, also wen kennst du noch? Balui kennst du noch so lang, oder? Alui kenne ich jetzt. Boah, wann war das denn? Bestimmt 8 Jahre, vielleicht 7. So in Krass. dem Dreh. Also den kenne ich schon sehr lange.
Und Juli und Gippi? Gippi kam von Items. Und Items hat er, glaube ich, so, wo ich am meisten mit Items zu tun hatte, war vielleicht 2017. So, und dann kam Gippi irgendwann dazu, vielleicht aber auch erst 2019 oder so. Mhm. Also noch gar nicht so lange. Das ist alles noch gar nicht, nee, wollte ich gerade sagen. Geht eigentlich. Gippi schreibt selbst 2019, ja. Ja, ihr seid ja eh so eure kleine Bubble. So, du, Juli und Gippi, ihr seid voll unzertrennlich. Ich denke, es ist immer einfach, wenn du Leute hast, mit denen du alles spielen kannst, weil dann musst du nicht lange im Voraus planen. So, aber wenn es um Streamer geht, mit denen ich viel mache, sind da eine Menge Leute bei. Manchmal aber auch nur einmal die Woche oder so, wie jetzt jeden Sonntag mit Parzival, ja. DBD oder so, oder die Among Us Lobby jeden Dienstag. Ja. Ja. Und machst du das von irgendwas abhängig, wo du sagst, boah, mit dem oder der würde ich jetzt nicht spielen, weil Grund X zum Beispiel, keine Ahnung, Sonja in ihrer Rolle. Stört dich das an sich mit der schrillen Stimme oder nicht so? Es gibt bestimmt den einen oder anderen Streamer, mit dem ich mich nicht verstehen würde, aber es geht gar nicht so darum, wie die Person privat ist. Also klar, gibt es bestimmt auch. Ja. Aber eher die Synergie muss stimmen. Also wenn Leute einen anderen Humor haben als ich, dann ist das für mich eher ein Grund, Nein zu sagen, weil dann ist irgendwie der Stream nicht so geil. Sonjas Stimme stört mich gar nicht. Ich finde Sonja unglaublich unterhaltsam. Mhm. Sie hat eine sehr, sehr geile Situationskomik und manchmal Sachen rüberzubringen. Ich glaube, das verstehen viele nicht oder sehen viele anders, sagen wir es mal so. Ich amüsiere mich da echt immer viel. Aber natürlich ist das Nervige dabei dann immer im Chat. Ja. So, wir bannen bei uns eigentlich immer alle, die schlecht über wen anders reden, aber nervig ist es trotzdem. So. Ja. Wie macht Alu denn seine Streamplanung und wie lange im Voraus? Mittlerweile gar nicht mehr lang. So vor letztes oder vorletztes Jahr hatte ich einen Kalender, wo alles drin stand. 14 Uhr bis 16 Uhr das, 16 Uhr bis 18 Uhr das. Und auch mit den Leuten, weil ich noch sehr, sehr viel immer nur für 2-Stunden-Slots hatte. Es hat sich jetzt aber so ein bisschen geändert wieder. Ich weiß nicht mal wirklich, warum. Ich glaube, weil man, wenn du den Stream zu lange im Voraus planst, du was verpasst. Nehmen wir an, wir beide planen jetzt für nächsten Freitag 14 bis 18 Uhr Dead by Daylight. Und dann kommt nächsten Freitag kommt das neue Pokémon-Spiel raus. Aber also, oder du weißt es, du wusstest es noch nicht. Ne? Also so spontan, keine Ahnung, Pokémon wird doch ein halbes Jahr vorgezogen, kommt Freitag. Dann würde ich dir absagen, aber und das wird... da würde ich mich schlecht fühlen. So. Aber deswegen mache ich das gar nicht mehr so lange im Voraus. Weil mittlerweile viel zu viele Sachen kurzfristig rauskommen. Ich mache das, ich plane immer eine ganze Woche im Voraus. Ich nicht mehr. Gippi schreibt, das war angenehm. Ich finde es anstrengend. Weil wenn ich was anderes, also, weil dadurch bestimmst du jetzt schon, dass du Freitag Bock auf Dead by Daylight hast. Und was ist, wenn du jetzt Freitag dann, du stehst dann auf und denkst dir, ich habe absolut gar keinen Bock auf Dead by Daylight. Ja, aber es ist so, also für mich persönlich ist das wie so ein Plan, wo ich weiß, okay, ich muss mir keine Gedanken machen, was ich da halt mache. So, weißt du, so dieses, ich mache mir in einem Tag Gedanken, was ich die ganze Woche mache, anstatt jeden Tag mir Gedanken zu machen. Ja. Das ist halt entspannt. Aber du machst auch viel alleine, oder? Im Stream? Ich mache auch viel alleine, ja, aber ich mache auch viel manchmal diese Gruppenplanung. Dafür ist es halt geil. So, weil die Leute, die kann ja nicht immer 2-3 Tage vorher 8 Leute fragen für eine 8er-Gruppe. Ja, aber also wenn ich jetzt heute, nehmen wir mal an, du hättest jetzt heute abgesagt und auch unsere Donsas-Gruppe, dann hätte ich rumgefragt. Ich kenne ja so viele Leute, die alle unterschiedliche Sachen spielen. Hätte ich vielleicht XY gefragt, ob wir Hand spielen oder ob wir Escape Simulator. Irgendwen hätte ich schon. Und wenn nicht, hätte ich alleine gespielt. Also dann, ich glaube, es ist mittlerweile, wo du so viele Leute kennst, mit denen man gerne was macht, ist es einfacher, als wo man noch alles alleine machen musste. Ja gut, du hast ja deine Riesen, du hast tausende Leute wahrscheinlich. Ich freue mich mittlerweile, dass ich viel gefragt werde, das nimmt auch nochmal viel weg. So, weil dann muss ich mich da, ja, können wir machen und dann muss ich mir keine Gedanken drüber machen. Ich habe hier Thema Stream. Sind nun schon 583 Tage. Was ist Pro und Contra davon?
Pro ist, dass ich meine Freizeit so nutze, wie ich sie eh nutzen wollen würde. Also ob ich jetzt on-stream spiele, ich hätte ja, wenn ich spiele, denke ich oft, okay, ich könnte den Stream auch anmachen, so, dann kann ich mit wem quatschen darüber. So, wenn ich Lost Ark spiele, denke ich mir auch, okay, ich könnte doch schon mal 2 Stunden eher anmachen. Aber ich gucke viele Videos nebenbei, weshalb das dann nicht geht. Also das schließt dann dran aus. Aber wenn ich zocke, würde ich die Leute dran teilhaben lassen. Von daher sehe ich keinen, also es macht so viel mehr Spaß zu spielen, A, mit anderen Leuten und sich dabei mit Leuten unterhalten zu können. Weil mittlerweile kennst du so viele Leute aus dem Chat, dass dich das manchmal interessiert, was Person X dazu sagt. Oder Person Y sagt, oh, das habe ich auch gespielt. Und dann unterhält man sich darüber. Macht Spaß. So, du bist immer irgendwie unter Leuten, auch wenn du die anderen nicht hörst, sondern nur liest. Ich glaube, ich hätte übelst den Druck gerade, weil du diese Streak halt so aufrechterhältst. Aber was für Druck? Ich kann ja morgen sagen, mach ich nicht. Kannst du das so einfach? Ja, was wäre der Nachteil? Was wäre, wenn die Streak bricht? Was ist dann mein Defizit davon? Dann schreibe ich es einfach nicht mehr in den Titel. Habe ich ja vorher auch nie gemacht. So. Ja, also kann ja sein, dass du dass sich das halt schon so, wo du sagst, dass ich bin stolz drauf und ich will nicht, dass die Streak bricht. So. Ja, irgendwo, also wenn in dem Moment, in dem ich wieder nach Japan reisen könnte, würde es eh brechen. Da hätte ich auch gar kein Problem mit. So, dann buche ich den Flug und dann weiß ich, da ist vorbei und Ja, klar. bin nicht traurig drum. Machst du eigentlich IRL-Streams aus Japan? Nein, Japan ist Urlaub für mich. Echt? Krass. Also, was meinst du, wie lange willst du dann bleiben? Wie viele Wochen? 3 bis 4 Wochen. Krass! Das? Ja, nicht, aber Social Media, irgendwie gar Naja, nichts? klar, Fotos oder so poste ich Ja. natürlich. YouTube-Videos mache ich ja auch in der Zeit, aber die mache ich vorher schon fertig. Das ist ja jetzt noch relativ einfach, wo ich nur 2 Videos am Tag habe. Das war mal mehr. Da musste man so 180 bis 190 Videos für Japan vorbereiten. Ich will das auch können, ne? Ich will das auch können, dieses, okay, ich bin im Urlaub und Urlaub ist Urlaub. Ich kann das nicht. Das ist viel wert, gerade weil du auch so viel streamst halt und dann sagst, nö, es ist Urlaub. Kann ich nicht. Ja, doch in Japan hast du so viel zu tun, da willst du gar nicht dran denken. Sonst ist es ja auch Kacke, sonst ist es ja auch kein Urlaub. Ja, aber da bin ich halt immer so ganz viele Insta-Stories machen und so. Ist nicht. IRL-Streams hatten aber welche gemacht, als wir da waren. Vex zum Beispiel, Dadosch, glaube ich auch, Kapuzenwurm. Ich find das cool. Du kannst halt so viel zeigen. Ja, na klar kannst du, aber die Tage gehen so Aber schnell rum und du hast so viel zu tun, dass ich gar keine Zeit hätte, den Stream zu machen. So, ich will die Zeit auch nutzen. Ein Monat vorproduzieren ist aber auch 3 Monate Beschäftigung, oder? Ja, ich habe ja damals, also vor geraumer Zeit hatte ich 12 Videos am Tag auf YouTube Was? und Standard war 5 bis 7. Das war so normal für meinen YouTube-Channel. 5 bis 7 Videos am Tag. Und ich hatte für 3 Wochen oder für 19 Tage Japan, hatte ich, glaube ich, irgendwie 180 Videos oder so machen müssen. Oder 130. Alter, aber du hast dann einen Cutter. Nee, hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Aber jetzt. Ja, jetzt ja. Okay. Hast du nur einen Cutter so als Team oder hast du noch mehr? Nee, YouTube läuft momentan leider nur mit. Das sind 99% sind Sachen aus dem Livestream. Wer soll das alles gucken? Es sind viele Videos zu gucken Ich dann. stream ja nicht, ja. Ich habe ja Zeit, meine Videos zu gucken. Nee, es ging, ja, damals war das anders. Damals war YouTube anders. Damals war der Kampf auf YouTube auch ein ganz anderer. Damals haben sich auch alle gehasst. Echt? Ich bin Ja, gar nicht da drin, keine Ahnung. damals war YouTube eine Schlammschlacht. Also das war nicht schön. Echt so? YouTube, Null Support so irgendwie? Null Support untereinander, Hate-Gruppen unterschiedlicher Netzwerke, die deine Videos geteilt haben, um sie zu disliken. Kommentare Was? mit, warum spielst du Horrorspiele? Das darf nur XY. Und also ganz normal. Ganz, ganz, es war krass. Alter. Aber warum? Naja, weil alle irgendwie groß werden wollten. Alle hatten diesen, weißt du, alle wollten die Leute klein halten. So was die Leute heute auch als Argument nehmen, was ich übrigens immer noch nicht, das glaube ich nicht und das finde ich auch Quatsch. So, warum raiden manche Leute keine Channel? Weil sie die Zuschauer nicht verlieren wollen. Dieser Gedankengang ist in den Leuten so eingefressen, so dass alles nur darum geht, dass du
meine eigenen Zuschauer nicht verlieren willst. Aber es war damals so. Damals, die ganzen Leute, die das auch gemacht haben, davon kenne ich nur noch einen, der noch, sag ich mal, so existiert. Der, ja, sind alle weg, die so waren. Weil da kann eh nichts bei rumkommen. Kann ich mir gar nicht vorstellen, ey. Ich meine, jetzt ist ja auch, aber so dieses, ja, okay, wenn man raidet, dann verliert man Zuschauer. Wo verliert man denn Zuschauer? What the fuck? Hm. Hat Dalu keine Angst, dass seine Subzahlen fallen, wenn er im Urlaub ist? Meine Subzahlen fallen gerade. Chat, wenn ihr die. Nein. Nee, meine Subzahlen auf Twitch sind. Also, das ist die einzige Zahl, die ich leider im, yeah, Blick habe. Und es ist total dumm. Weil mir geht so oder so gerade extrem gut, was Twitch angeht, auch so was Kooperation angeht. Und meine Subs sind so weit drüber über meine Zuschauerzahlen, dass es eigentlich absurd ist, dass sie überhaupt so hoch sind. Und das schon seit fast 2 Jahren. Und das, eigentlich muss es nur endlich mal sinken, weil wie kann das so lange halten? Also wieso ist, ja, das so? Warum nicht schon eher? Aber man, ich achte da drauf, weil es genau seit vorgestern genau an diesem einen Punkt ist, den ich im Blick hatte. Was aber total dumm ist. Was ja, voll. Meine. Also ich würde es ja, wenn man sagen würde, okay, ich lebe halt nur von den Subs so. Aber das hat man halt im Kopf, denke ich, einfach auch von früher. Gerade aus der Zeit, war das bei dir so, dass du auch mal irgendwann nur von Subs gelebt hast? So am Anfang, ne? Wahrscheinlich ja, aber nie drauf geachtet. Ich hatte ja immer oder lange parallel mitgearbeitet. Also ich hatte ja YouTube und Twitch nur als Hobby gemacht, nie als hauptberuflich. Deswegen habe ich sicher mal nur von Subs und so weiter gelebt, überlebt. Wie viel Geld brauchst du, um, sag ich mal, alleine in einer kleinen Wohnung zu leben? Ja. Und ne, also super viele Streamer auf dieser Plattform kommen mit sehr viel weniger Geld aus als ich. So, der Lebensstil ändert sich. Ich habe mir ein Haus gekauft. Es ist halt, ne, es ist alles so in Relation zu sehen. Es ist alles so schwer zu beschreiben, aber. Ja, man könnte mit weniger Subs auskommen. Natürlich könnte man das. Also was hast du denn hauptberuflich gemacht? Hauptberuflich? Ich habe 3 Ausbildungen. Ja. Beziehungsweise 2 Ausbildungen, 1 Fortbildung. Ja. Ich habe erst informationstechnischer Assistent gemacht, schulische Ausbildung. Dann Bürokaufmann. Dann Content Marketing Manager. Und dann habe ich mich selbst vermarktet. Krass. Und hat alles Bock gemacht oder? Was heißt Bock gemacht? Also, die beste Zeit, die ich hatte, war Informationstechnischer Assistent war geil, weil da immer noch 2 meiner besten Freunde mit in der Klasse waren. Also, das sind auch immer noch meine besten Freunde. Und deswegen war die Schulzeit sowieso schon nice, ja. Auch wenn ich mich da von vorne bis hinten nur durchgeschummelt hatte. Also, ich bin so schlecht in Programmieren. Echt? Ich brauchte nur Hilfe. Also, aber ich hab's geschafft. Und danach kam Bürokaufmann. Ja. In der ersten Firma, in der ich war, das war eine Katastrophe. Da war ich der erste Bürokaufmann, den die je hatten. Und ich hatte nichts zu tun. Die hatten keine Aufgaben für mich. Und das ist so dein allererster Job und du kannst nichts machen. Die Zeit vergeht nie. Die Zeit vergeht nie. Danach habe ich die Firma gewechselt. Und das war das Geilste, wo ich je war. Wo ich mir auch heute noch vorstellen könnte, das weiterzumachen. Was A mit dem Beruf zu tun hatte, was ich machen konnte. Also die Möglichkeiten, die ich als Bürokaufmann hatte, hätte ich so nicht gedacht, dass das geht. Und die Abteilung und die Mitarbeiter und auch die Chefs, die ich hatte, war 10 von 10. Weil in unserer Abteilung, ich war zu dem Zeitpunkt der Jüngste, dann gab es da welche, die waren 25, da gab es dann einen, der ist 42 und wir haben abends zusammen Battlefield gespielt. So, das war eine coole Zeit. Das hätte ich auch immer noch machen können. Und Content Marketing Manager war einfach nur nervig, weil ich immer nach Köln fahren musste. Jeden Tag. Ist das, was die Leute in den Managements machen? Ja, ich habe andere Streamer Deals rangeholt und mit Firmen gearbeitet. Deswegen habe ich auch immer noch eine Menge Kontakte zu allen Firmen. Ach so. Dann habe ich mich irgendwann selbst vermarktet. Ja. Yeah. Das ist natürlich gut. Das ist immer so diese 0815-Frage.
Falls es mit dem Online-Business nicht mehr laufen sollte, womit würde dann Dalo versuchen, Geld zu verdienen? Erstmal würde ich just for fun, und weil ich nicht weiß, ob es funktioniert, zu der Firma zurückgehen, wo ich Bürokaufmann gemacht habe. Echt? Weil die haben mir immer angeboten, egal was ist, kannst zurück. Ich würde einfach, ich würde es fragen. So, ich würde einfach, ich gehe nicht davon aus, dass es klappen würde, aber wenn es so wäre, würde ich sagen, ja komm, ich bin wieder dabei. So hätte ich Bock drauf. Ansonsten verkaufe ich meine Pokémon-Karten. Haben die so einen Wert? Kenne ich da halt nur aus, keine Ahnung. Ich habe hier meine Liste, was mich alles interessiert hat. Bin jetzt sehr schlau. Echt? Waren da Sachen bei, die du wissen wolltest? Klar, alles, was ich dich gefragt habe. Tja. Wie bist du eigentlich damals so, wie bist du auf das Japan-Ding gekommen? Ja, das ist jetzt erstmal klassisch, ne? Gleichzeitig auch total dumm, weil Anime und Co. ist ein Riesenthema, als, ne, wir sind damit ja aufgewachsen, ne, entweder mit guten Anime, also die jetzt so aussahen, sagen wir wie Naruto und Co., aber auch schon vorher mit ähnlichen Sachen, wie Kickers und Co. Und man dachte natürlich, wie jeder das auch, viel das heute noch denken, dass Japan und Anime da so Hand in Hand gehen. Ist ja nicht ganz akkurat. Ne, Japan bietet ja so viel mehr als das, aber das war ein Grund. Und als man dann in Japan mal war, dann merkst du halt, ja, das ist schon schön. Ja, mag den Stil und die Architektur und alles, was dazugehört. Ja. Auch das immer noch mit den Tempelanlagen und dass die Leute an diese Bräuche und so glauben, ohne so fanatisch zu sein in vielerlei Hinsicht. Das ist schon sehr schön. Ich finde das halt so krass. Man zieht sich halt so vor seiner Japan-Reise allgemein ganz viele Videos über Japan rein. Denkst du, geil. Aber wenn du halt dort bist, kommt dieses ganze Videomaterial da halt gar nicht ran. Mhm. Das ist krass. Wenn Dado die Chance bekommen würde, ein Spiel selbst zu designen, würde er es machen? Nein, weil, also, natürlich hast du, immer wenn du ein Spiel hast, hast du selber Sachen, die du ändern wollen würdest, damit es dir besser gefällt. Aber von Grund auf, ich wüsste ja nicht mal, welches Genre ich machen würde. So, ich wüsste nicht mal, was ich machen wollen würde. Ja, also siehst du dich da gar nicht? Nö. Ist ja auch viel Arbeit. Und sonst irgendwas, wo du sagst, da hast du richtig Bock drauf und das willst du eigentlich machen? In meinem Leben an sich oder jetzt im Gaming-Bereich? Erstmal im Gaming-Bereich. Bevor ich YouTube gemacht hatte, habe ich ja nur Competitive gespielt, also E-Sports. Hm. Also mit ESL und allem, was dazugehört. Aber damals war der große Pot am Ende entweder ein Handschlag oder 50 Mark. So mehr, also so 50 Euro. Mehr war damals noch nicht drin. Aber das hätte ich damals, wenn ich, sag ich mal, 10 Jahre später geboren worden wäre, dann hätte ich das gesehen. Hätte ich E-Sports gerne gemacht. Ja. Und das immer noch am interessantesten. Ich finde die Art von Competitive am besten. Was ich jetzt noch machen wollen würde in meinem Leben, Japanisch lernen, also richtig Japanisch lernen, komplett. Mhm. Hätte, wenn ich jetzt auch noch die Möglichkeit hätte, ist natürlich jetzt komplett weg wegen eigenem Haus und Co. Ich hätte mir vorstellen können, Japan leben zu können. So wenn du, aber das sind alles Sachen, da muss dein ganzes Leben umschlagen. Das ist so, ja, es gibt viele Sachen, die ich gerne können würde. Und wieder ein Instrument spielen, ich konnte mal ein bisschen Gitarre spielen, würde ich machen, würde wieder mehr Sport machen. Natürlich würde ich das machen wollen. Kriegst du also gar nicht unter in deinen Plan. Nee, so, dann bin ich auch wieder zu müde und Co. Also es ist sehr schwer. Ja. Aber ich habe zum Beispiel, ich würde auch sagen, ich würde auch gerne nach Japan ziehen, aber ich hätte halt Angst, dass halt dieses Image von Japan in meinem Kopf halt, weil Japan ist ja für mich heilig und geil. Aber wenn ich dann halt dort wohnen würde, hätte ich halt Angst, dass ich das nicht mehr als was Besonderes sehen würde. In Japan willst du auch nur wohnen, wenn du da nicht arbeiten musst. Ja, aber wenn du halt selbstständig bist, ist es, glaube ich, was anderes. Ja, aber dann kannst du da wiederum nicht wohnen, also nur schwer. Dann lassen sie dich wieder nicht rein. Aber wie ist das denn? Das ist kompliziert. Also es liegt erstmal auch daran, ich habe mich ja nicht hundertprozentig informiert, weil es ja nicht in Frage kommt. Das wäre nicht so einfach. Nimm es einfach mal ganz grundlegend, dass du da wohnen würdest. Du würdest allen Leuten ja die Zeitumstellung wird ja schon mal reinkicken. Ja. Du könntest eigentlich nie auf denselben Servern spielen, aufgrund von Ping und Co. Das heißt, eigentlich
wenn du da wohnst, musst du deinen Content alleine machen. Also du musst fast mehr auf YouTube umsteigen als auf Twitch oder Twitch solo machen. Ja. So, deswegen fällt das eigentlich schon weg. Ansonsten, du musst halt was vorweisen können, um da mehr als x Monate sein zu können. Mhm. Ansonsten pendelst du immer wieder hin und zurück. Also dann holst du dir ein Visum, 3 Monate hin, dann wieder zurück. Dann, also bist du halbes Jahr hier und halbes Jahr in Japan. Du musst halt wissen, wie anstrengend das für dich ist. Mhm. Oh. Aber Aston, machst du nicht Japanisch irgendwie, also lernst du gar nichts an Japanisch? Selbst? Oh, wir hatten mal Japanisch in der Schule, also wir sind in eine Hochschule gegangen und haben Japanischkurs belegt vor der ersten Reise. Aber wenn du da nicht dran bleibst, ich verstehe viel Japanisch, ich kann nichts wiedergeben. Okay. Also so nichts ist nicht richtig, ne? Diese Standardfloskeln, gar kein Problem, so, ne? Das geht schon, aber es ist so viel verloren gegangen danach wieder. Also das musst du länger machen als ein Jährchen. Ja. Da muss schon mehr. Ich will's aber, was ich meine ist, ich möchte das nicht lernen, um mich da ein bisschen. Ich würde es gern fließend lernen. So wie Englisch. Ich würde es gern so lernen wie Englisch. Und das ist natürlich dann aber auch wieder was, wo das nicht reicht, da kurz 2 Stunden mal, 2-mal in die Woche in die Schule zu gehen. So für, ne? Das muss schon, das ist dann schon wieder so eine. Da musst du voll reingehen. Ne? Da muss dein Tagesablauf sich stark darum drehen. Also ich finde selbst, also ich war ja auch im japanischen Unterricht, war ich ja auch ein halbes Jahr. Aber ich persönlich finde, dass Selbststudium halt viel geiler ist, als wie im Unterricht tatsächlich. Also ich habe mehr im Selbststudium gelernt, als wie im Unterricht. Also ja, das kann ja sein, aber auch du wirst wahrscheinlich, also du hast, wie lange hast du gemacht? Den Unterricht? Ja, für dich auch. Für mich? Also ich habe jetzt die letzten 2 Jahre halt gar nichts mehr gemacht, leider. Und hast du das Gefühl, du hast schon wieder viel verloren? Ja, vor allem das Alphabet extrem. Genau, und das macht es so schwer. Ja. Das heißt, bis du das hundertprozentig verstanden hast, vergeht sehr viel Zeit. Du musst so ein Durchhaltevermögen haben und das immer wieder einsetzen. Ich finde halt, wie gesagt, bei den Buchstaben ist das ein Riesenproblem, dass du halt so viele Sachen vergisst. Es sind halt einfach 3 Alphabete. Und das ist auch dann, da sage ich, da muss halt auch mehr Zeit. Und die Zeit habe ich nicht. Das lohnt sich nicht für die Zeit, die ich neben dem Stream noch habe. Das ist wieder etwas, wo du voll reingehen musst. Außer du bist super diszipliniert und ein richtiger Workaholic. Ja, aber wann? Also wann? Früh um 6 bis um 8. Ja, aber wann gehst du schlafen? Ja, dann müsstest du halt bei dir wieder halt Abstriche machen. Dann musst du wieder was anderes wegfallen. Ja, genau, richtig. Das geht momentan nicht. Ja. Viele Leute hier im Chat lernen Japanisch oder auch Chinesisch. Aber ja, Mandarin. Mandarin wäre eine Sprache, die ich einfach gerne können würde. Wenn ich mir das wünschen könnte, würde ich das. Warum? Ich finde, das ist eine der interessantesten Sprachen der Welt. Mit allem, was dazu gehört. Die ist so komplex und so spezifisch. Ja. Finde ich super interessant. Es hört sich auch unglaublich schön an, wenn Leute das reden. Ich habe gar nichts im Kopf zum Mandarin. Chinesisch. Ja. Ja, sagst ein. Aber Chinesisch und Mandarin, wo. Ist der Unterschied? Mandarin ist so viel mehr, sag ich mal. Ja. Das ist das alte Chinesisch, also das Hochdeutsch, dann auch übertragen. Also Hochchinesisch. So, das ist so das. Das kann von, du gehst eine Straße weiter, die sprechen auch Mandarin und es ist einfach komplett anders als die dann nächste Straße das wieder sprechen. Ach so. Das ist eine so komplexe, umfangreiche Sprache. Die schwerste wahrscheinlich, die wir auch vom Satzbau her haben, die es überhaupt gibt. Wenn du das sprechen kannst, dann gucken dich alle an. Mandarin. So. Über 100.000 Schriftzeichen? Was? Krass. Das würde ich einfach nur gerne können. Einfach, weil die Leute freuen sich auch immer, wenn andere Leute das sprechen können. Also es gibt, das sind so Good Vibe-Videos, die ich gerne auf YouTube mal geguckt habe, wo jemand, der aussieht wie Europäer oder Amerikaner, in ein chinesisches Viertel gehen, dann spricht der fließend Mandarin und alle drehen sich so. Oh mein Gott! Und die Leute appreciaten das auch, dass du dir die Mühe gemacht hast, diese Sprache zu lernen. Finde ich sehr schön. Ja,
Aber in Japan ist es so, dass sie, also die finden das geil, aber du solltest es nicht perfekt beherrschen. Weil das auch wieder so ein kleines Zeichen von Disrespect ist. Die finden das halt geil, wenn sie dich halt trotzdem ein bisschen korrigieren können. In Japan ist es halt nur gut, wenn du dich ein bisschen unterhalten kannst. Also aber in Tokio und Co. kannst du auch mit null Japanischkenntnissen gehen. Absolut null. Ja, Tokio, klar. Ja. Aber außerhalb halt gar nicht. Bestimmt. Wir sind dann halt so in den Richtung Westen sind wir geballert, so in die kleinen Dörfer. Die kannten kein einziges englisches Wort. Das ist so. Auch wir waren bei Mount Fuji gewesen und wollten wir wieder auch zurück. Ja. Keine Chance, mit dem Bahnvorsteher zu reden. Nee, null. Null. Wir waren, wir sind irgendwo gestrandet gewesen sozusagen. Es war abends 23 Uhr und da war alles voll mit Schnee und da war... Wir haben das Hotel gesucht und da war halt nichts und da war so eine Eishalle und das waren die einzigen Menschen, die da waren. Und da sind wir halt rein und da habe ich halt mit meinem gebrochenen Japanisch einfach so, das geht ja so Hilfe. Und irgendwie, ja, wir finden das Hotel nicht. Und dann die direkt so, ja, geguckt und direkt so, ja, wir nehmen euch jetzt mit. Und dann sind wir halt zu wildfremden Menschen ins Auto, zu wildfremden Japanern ins Auto gestiegen, so ein bisschen Smalltalk im Auto. Dann haben die uns einfach random zum Hotel gefahren. Ne. Und dann haben wir noch das Handy im Auto vergessen, ohne dass wir es bemerkt haben. Wir haben es nicht bemerkt. Er ist weggefahren und auf einmal kommt er wieder zurück. Und wir so, hä, warum kommt er wieder zurück? Und dann hat er uns das Handy gebracht. Ja, das hättest du nie wieder bekommen. Also du hättest das niemals irgendwo melden. Du hättest keine Chance gehabt, dein Handy wieder zu kriegen. Das hat mich letztens auch wieder so überrascht. Also wenn ich auch eine ähnliche Story weit ausgeholt erzählen darf. Ja. Ich kaufe sehr, sehr viel auf eBay Pokémon-Kram aus Japan mit japanischen Verkäufern. Mhm. Und ich habe relativ früh etwas vorbestellt, was zu dem Zeitpunkt diesen spekulierten Wert hatte. Mhm. Ich hab so viel mehr bezahlt, als es dann wirklich released wurde und die eigentlichen Kosten waren. Also ich habe, sagen wir mal, ich habe 200 Euro pro Stück gekauft. Als es rauskam, hat es 30 Euro pro Stück gekostet. Ja. Wenn du bei eBay aber irgendwie ab nach ein paar Wochen kannst du nicht mehr stornieren, so ab dann ist das halt so. Und der hat mir eine Mail geschrieben mit, der Preis ist wesentlich tiefer als jetzt, als es released wurde. Und er hat es storniert und mir gesagt, ich kann es jetzt neu kaufen für 30 Euro das Stück. Der hätte locker die 170 Euro dafür einstecken und ich hätte nichts tun können dagegen. Das ist so krass. Die haben das einfach, hat er das storniert und gesagt, hier kauf's neu. So. Ja. Ist jetzt billiger. Was? Also ich weiß nicht. Ich will halt nicht so weit ausholen und sagen, ja, die Deutschen hätten das nicht gemacht oder so. Aber das ist so, die sind so höflich. Ja. Ey, das ist so krass. Auch an jeder Ecke steht ein Sicherheitsbeamter und begrüßt dich. An jeder Ecke steht einer. Ja, aber da habe ich mir auch schon oft Gedanken drüber gemacht, dass das auch leider sehr anstrengend sein muss. Aber schön, dass sie eine Arbeit haben. Es sind ja sehr viele Jobs, die es bei uns gar nicht geben würde. Also da gibt es in Japan gibt es an jedem Fahrstuhl einen, der fährt dann mit dir hoch und runter. Du steigst ein und der sagt, du saßt in welchen Stock und dann fährt er hoch und dann fährt er wieder runter. Und das macht er den ganzen Tag. Aber das machen die halt, um halt die Arbeitslosenrate nicht zu fördern. Ja, aber also das ist aber trotzdem hart. Also klar, schon. Das ist schon ein harter Job. Auf jeden Fall. Aber da ist überall jemand. Also ich habe mich auch nicht eine Sekunde irgendwo unsicher gefühlt. Nee, unsicher auch nicht. Das erzähle ich immer so gerne. Wir waren sehr oft nachts spazieren. Ja. Also wir waren irgendwo unterwegs, waren ein Uhr nachts am Hotel und ja, lass noch mal am Fluss langlaufen. Hm? Und dann sitzen da unter der Brücke sechs Jugendliche. Und du läufst aber einfach dran vor. Wenn in Dortmund da unter der Brücke um 1 Uhr nachts sechs Jugendliche sind, dann habe ich aber Angst, dass ich da abgestochen werde. Ja, aber woher kommt das so? Dieses Sicherheitsgefühl ist einfach so krass. Oder da sind auch so viele enge Gassen gewesen, wo du dich auch einfach als Frau durchgedingst hast, obwohl da so drei Männer an der Wand standen oder so. Aber diese Intention einfach, ja, irgendwie passiert mir, glaube ich, eh nichts. Weiß nicht. Ja, ist auf jeden Fall, also es ist sehr, sehr schön. Ich gehe sehr gerne einfach wir sind sehr gerne in Tokio einfach spazieren gegangen, auch wenn es dunkel war oder nachts. Und auf die Idee komme ich in Deutschland leider gar nicht. So, es ist dunkel, ja, komm, man kann noch ein bisschen, klar kannst du das in vielen Ecken und das ist bestimmt auch manchmal schön, aber trotzdem hätte man da immer Sorge, finde ich. Also, auf eine Art und Weise. Und das alles habe ich da einfach nicht. Ja.
quasi ein Land voller Trilux-Kopien. Ja, oder wir waren am Fuji und das Wetter war halt kacke und wir konnten den halt nicht sehen wegen dem Nebel, aber eigentlich waren wir direkt davor. Und da waren wir halt im Supermarkt und da war so eine japanische Oma und die hat so gesagt, Fuji-san, Fuji-san, so, ja, kann man jetzt gerade nicht sehen, scheiße. Und dann ist sie gegangen, 5 Minuten später kommt sie zurück in den Supermarkt und dann schenkt sie uns halt so eine Postkarte von dem Fuji, wo man den sieht. So von wegen, ja, hier, guck doch mal, Fuji, so sieht er eigentlich aus. Das ist echt nett, ja. Ach. Aber hast du jemals so ein richtig schlechtes Erlebnis gehabt in Japan? Jein, also nicht mal eins, was mir so als... Also es ist natürlich ein schlechtes Erlebnis an sich, aber es ist nicht eins, wo ich jetzt sagen würde, es hat für mich irgendwas geändert. Und zwar wurden wir mal von einem Japaner rassistisch beleidigt. Okay. Wir standen einfach am Bürgersteig, am Rand. Also wir haben keinen Weg versperrt oder so. Wir waren 3 Leute, standen in der Reihe. Hm. Aber wir haben nichts, man konnte problemlos, hättest du dran vorbeigehen können. Da kam so ein älterer Herr, der sich vor uns gestellt und uns angemeckert hat auf Japanisch. Auf Alt-Japanisch. Ja. Und der hat uns einfach nur angeschrien und ist danach weitergegangen. Also ich weiß, dass auch Rassismus schon in Japan ein Thema ist. Ja, auf jeden Fall. Sehr. Das hatten wir auch in dem McDonald's. Da war ein Platz war frei in Shibuya. In Shibuya ist das so schwer, einen Platz zu kriegen. Und da wollten wir uns halt hinsetzen. Und da hat er halt darauf bestanden und hat den Schirm da auf den Platz gelegt und meinte, nee, auf Japanisch halt, dass er auf gar keinen Fall frei... Oh Gott, meine Siri dann. Dass er auf gar keinen Fall frei ist und so. Ja, dann hat sich aber irgendein Random hingesetzt. Also es war frei, aber er wollte von Grund auf nicht, dass sich da Europäer einsetzen. Ja, also das ist da, das ändert sich ja langsam so ein bisschen, aber es dauert halt länger, finde ich. Ist aber, ja, also bei uns wäre das mehr Drama wahrscheinlich, als es da drüben ist. Japan ist schon zum Teil sehr rassistisch, aber alle sehen das so, ja, das ist ja schon normal, ne? So, also das klingt jetzt das ist super hart oder nicht gut oder so. Wir waren, das war ziemlich cool sogar, wir waren beim Sumo, ich habe Sumo live gesehen in Japan, in dem größten Stadion Tokios. Also das war sogar, es war Zufall, das ist so ein, es war gefühlt, ich habe keine Ahnung, war es das Finale, so ungefähr, also so ein ganz wichtiges Turnier. Und wir hatten wirklich Tickets bekommen, wir mussten zwar 4 Stunden vorher wie alle anderen anstehen, das war krass, aber wir als Ausländer wurden in die letzte Reihe gesetzt. Das ist aber da normal. In den ganzen, das ganze Stadion, die ganze letzte Reihe rundum sind alles eher Ausländer oder Japaner, die ganz wenig Geld hatten. Also vor und neben uns saß ein ganz, ganz alter Herr, der das sehen wollte, der auch da zu tief gerührt und geweint hat und so beim Jubeln und so. Ja. Aber das war so wahrscheinlich, weil es da ein sehr günstiger Platz war bei, natürlich, weil es ganz hinten war und da saßen halt die Ausländer halt nur. Also nur Europäer und Co. Ja. Das ist ja für die wirklich so normal. Ich weiß auch nicht, ob die Intention dazu halt wirklich auch böse ist von denen. Wir hätten keinen Tick. Also wir haben immer einen dabei gehabt, der Japanisch konnte und auch das so versteht. Und auch so ein bisschen so, nicht als Reiseführer, aber so ein bisschen, die haben da gelebt und so weiter. Ja. Und uns wurde halt wirklich gesagt, dass die uns nach hinten setzen. Wir können auch kein anderes Ticket kaufen. So, wir haben keine andere Wahl. So. Krass. Aber trotzdem wurde man eigentlich, ich sag mal, zu 99,9% immer nett behandelt. Mhm. Also immer, aber übertrieben nett auch. Nicht nur so... So richtig doll. Genau, so richtig überschwinglich. Ja. Warst du schon mal, warst du in einem Maid-Café oder nicht? Da waren wir natürlich einmal, um die Experience mitzunehmen. Klar, ich will... so viel mitnehmen wie möglich. So. War cool, oder? Nein. Super anstrengend. Ja. Also, und auch super ungemütlich von der Stimmung. Es war, das wollte ich dich sehr, fragen, genau. Es ist sehr, diese Show ist so strikt und schnell vom Ablauf her, dass du, das ist nichts Cooles. Aber man kann es einmal gemacht haben. Okay. Fand ich. Ja, ich fand das, also ich habe dazu halt so die Hintergrundstory gehört, dass es halt viel mit Prostitution zu tun haben soll. Ich weiß halt nicht, was da so dran ist und dass da halt viele, dass da halt auch so Minderjährige angestellt sind. Und als wir halt mal abends so nach 22 Uhr halt losgegangen sind durch Akihabara,
waren halt auch so viele Mates, die halt größtenteils auch die älteren Herren angesprochen haben und auch so richtig anzüglich waren. Deswegen hatte das für mich so einen bitteren Beigeschmack, wo ich gesagt habe, nee, ich will's doch nicht. Nachts ändert sich Japan komplett, ne? Voll, also, ja. Also nachts ist alle Regeln, die tagsüber herrschen und alle Etiketten, die tagsüber befolgt werden, gibt es nachts nicht. Weg, das ist ein richtiger Turn. Tagsüber ist, also es ist Skateboarden ist in Japan in Städten verboten. Überall steht kein, aber wenn nachts irgendwie einer auf dem Bürgersteig mit dem Skateboard genau an dir vorbei, juckt das niemand. Ja. Und genau so ändert sich auch die Maid-Cafés oder die ganzen Bars abends. Ja. Ist auf einmal ganz anders. Das Feeling ist richtig anders, ja. Was ist das Coolste, was du gemacht hast in Japan? Oder was du etwas, was du mal gemacht hast, was du hier gar nicht machen könntest, vergleichsweise? Boah, also was man hier gar nicht machen kann, ist ja ein, das ist ja viel. Ja. Also was ich, also für mich war auch Highlight, wie viel Geld ich einfach in die Nakia-Bara-Automaten gelassen habe. Ich war nur an den Automaten. So abends waren wir dann richtig weit weg, so, ja, Akihabara, ja, lass mal zocken gehen. Ich habe 2 Koffer oder so voll mit Plüschtieren mitgenommen. Das war geil. Geil, das war richtig geil. Aber das war so geil, wirklich. Und wie sie dich dann halt noch alle mit anfeuern und so. Oder es ist ja auch so, dass wenn du so viel Geld in einen Automaten steckst und du kriegst das Plüschtieren nicht, dann kommen die ja und tun dir das vorne hin, damit du das easy rausbekommst. Das war cool. Was auch sehr nice war für mich, mit am schönsten, war auch Kyoto, einfach die Altstadt. Das war richtig geil. Das ist halt auch Japan, aber es ist halt so schon wieder komplett anders, Japan. Das fand ich halt auch geil. Und ich war im Lichtermuseum, war ich auch. Das war auch cool. Ist das mit, wo auch Boden und Wände und so immer in anderen... Ja, da wollten wir hin. Aber das war genau das Jahr, wo man nicht mehr reisen konnte. Es war so voll. Die haben halt alle Bilder gemacht und so. Finde ich auch cool. Ich gucke keiner... Also ich vergleiche das immer so, wenn du auf Straßen von Deutschland irgendwelche Fotos machst oder Insta-Stories oder weiß ich nicht, aber TikTok, keine Ahnung, gucken dich alle schief an. In Japan hat sogar der 80-jährige Hans-Peter... sein iPhone und macht irgendwelche Stories und so, das ist halt voll normal. Aber du warst du auch in Kyoto? Ja, wir wollten, also unser Reiseziel jetzt, die letzte Reise wäre Kyoto gewesen. Da hatten wir Airbnb und so weiter gehabt, aber es ist ja leider nicht zustande gekommen. Ansonsten waren wir immer in Tokio plus dann immer irgendwo hingefahren. Also sei es bei dem einen Mal zum Fuji oder... Wir waren im Edo Wonderland. Das klingt erstmal super billig. Das ist so weit weg. Das ist so weit außerhalb. Das ist so ländlich. Und das ist ein traditionell, also in der Edo-Zeit natürlich, traditionell japanisches Dorf. Es ist aber so eine Art Freizeitpark, wo du durchgehst. Okay. Du kannst dir am Anfang, kannst du dir eine, also erstmal alle Mitarbeiter in dem Dorf übernehmen eine Rolle zu dieser Zeit. Also es ist ein komplettes RP-Dorf. Ja. Komplett. Oh. Mit Shows, mit allem drum und dran. Und du beim Ticket, beim Eintritt, kaufst du dir auch deine Rolle, die du hast. Und dann wirst du auch umgezogen und angezogen in den alten Klamotten. Das war so gut. Es war so schön. Es war so witzig. Und wirklich alle Leute, die da waren, spielen das halt komplett durch. Ob das jetzt da jemand ist, der dir das Dorf zeigt, ob es Leute sind, die da eine Straßenshow veranstalten, ob es die Polizei ist oder ob es ein Ninja ist, der dich überfällt. Hä, wie cool! Das war so gut. Also ja, heißt das Edo? Edo Wonderland. Das hat ungefähr 200 € pro Person gekostet und ich würde sagen, es ist eines der geilsten Sachen, die ich in Japan je gemacht habe und die 200 € haben sich in jeglicher Hinsicht gelohnt. Hä, wie geil, das ist ja so eine richtige Altstadt. Das war richtig gut. Es war richtig, richtig gut. Geil. Kann ich dir sogar auch nur empfehlen, wenn du das mal machen solltest. Das ja, ist, deswegen frage ich das ja. Das war super. Deswegen, wo genau ist das? Wo, ey, wir waren so weit außerhalb. Da war die Luft waren. Du bist wirklich aus dem Zug rausgekommen, mitten im Nirgendwo. Und du hast noch nie so schöne Luft geatmet. Also das ist sonst wo gewesen.
Naja, so weit weg ist das jetzt aber nicht. Also, das ist ein paar Kilometer von Tokio weg. Nö, wir sind 4 Stunden mindestens gefahren wieder. Hä? Wir sind locker 4 Stunden gefahren. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Okay, oh, was? Okay. Aha. Oh, warte mal, mit Auto 2 Stunden und mit öffentlichen Verkehrsmitteln 8 Stunden? Also wir waren weit gefahren. Oh mein Gott! Also, das ist voll weit weg. Ich gucke gerade auch auf der Map. Das ist ja Was? in der Das ist doch nicht Mitte. weit weg! Das ist genau in der Mitte. Ja, aber das Das ist ist schon. nicht weit! Ah, gut, 8 Stunden, ne, mit den Öffentlichen. Ist schon nah 8 Stunden? dran. Ja, aber mit Also. dem Auto 2! Ja, das ist ein Riesenunterschied, wenn du irgendwann mit der Bimmelbahn Ja, fahren ich musst, weil es da keine weiß! Bahnverbindung mehr Ich gibt. weiß! Und dann noch irgendwelche Busse! Also, bis Ja! du da warst, Ja, ich erzähl. weiß! Ich weiß! Oh, das ist richtig geil. Hast du deine Passwortkarte noch da? Die Pasmo, ja, die Ja? habe ich. Oh, hast du so einen Griff bereit? Weiß ich nicht. Kommt drauf an, ob ich mein Portemonnaie Ah, jetzt auch noch den griffbereit habe. Griff bereit. Hast du den Portemonnaie? Ja, aber ich habe mein Portemonnaie nicht griffbereit. Oh. Also Passwortkarte ist so eine Guthabenkarte, die man sich halt mit Geld auflädt. Die kannst du an ganz vielen Automaten nutzen oder in ein paar Märkten. Und am meisten nutzt du die halt, wenn du in die U-Bahn gehst und dann machst du Klick und dann scannt er dich da ein und je nachdem, wo du aussteigst, klickst du dich wieder aus und dann ziehen die da das Geld von der Karte ab. Das ist so gut. Getränkeautomaten, dafür war die Ja. am wichtigsten. Magst du die Getränke? Ich mag die Getränke irgendwie nicht so in Japan, muss ich sagen. Was? In Japan schmeckt Die das sind so alles. Es ist. süß. Ja, aber es ist alles so kalt. Also so, es ist so Ja, oder richtig heiß. geil. Ja, aber Oh. so eine kalte Cola, wenn du da wieder ewig gelaufen bist, war richtig geil immer. Du musst dir halt nie Sorgen machen. Da steht halt überall stehen diese Automaten. Ja, aber ich finde es zu so süß. Ich habe immer nur Wasser geholt. Aber habt ihr denn nicht sowas richtig außergewöhnliches? Also wie bei uns war es Was? oft so, wir haben nicht viel, wir haben auch viel geguckt und so weiter, so Ja. gelaufen und umgesehen. Aber wir haben auch nach richtig geilen Sachen geguckt. Also alleine Kartfahren auf japanischen Ja. Straßen war sehr Haben die geil. Rücksicht genommen? Ja, schon, zumindest wurde keiner überfahren von uns. Aber wenn du da schön auf die Rainbow Bridge mit deinem Kart fährst und dann Oh. kommt von links ein LKW hoch und du guckst, ob du da drunter passt. Oh, was? Ja, so ungefähr. So, was machst du jetzt, wenn der dich nicht sieht? Ja. Oh mein So, Gott. und dann fährst du da über die Brücke mit deinem Kart, das war richtig geil. Wie viel wart ihr mit wie vielen Leuten? Wir waren zwei, also wir sind in 2 unterschiedlichen Jahren gefahren. Einmal waren wir richtig viele, einmal waren wir vielleicht 6, also 12 und 6. Ja. Wie lange geht diese Fahrt? Die Standardfahrt ging 1,5 Stunden, Ja. aber es hätte auch eine große für 4 gegeben. Die Ja. wollten wir eigentlich dann beim nächsten Mal machen, weil das ist so cool. Aber wie ist das denn? Fahrt ihr da mit einem Typen oder unabhängig? Nee, das fährt vorne, fährt einer weg, der zeigt dir auch und du Ah. bleibst an manchen Sachen stehen, erzählt dir ein bisschen was dazu und du fährst ja wirklich von Stadtteil zu Stadtteil. Also wir waren auch, als es dunkel wurde, sind wir nach Shibuya gefahren, auf die Kreuzung. Und dann fährst du über die Kreuzung Ja, das habe ich gesehen, die und Leute. alle gucken dich dann Ja, an ja, ja, und ja, ja. manche Leute machen auch Fotos, weil du ja Ja. customisiert bist und so. Ja. Ganz cool, war nice. Mega cool. Nee, wir waren noch im Nara-Park. Ich weiß bis heute nicht, wie die das gemacht haben, aber in dem Nara-Park, da laufen halt ganz viele kleine Rehe frei rum. Die gehen auch chillig über die Straßen und gucken auch, kommt jetzt ein Auto oder nicht. Und kannst du halt Snacks holen, kannst du da Essen geben und die verbeugen sich vor dir, die Rehe. Wenn du dich verbeugst, verbeugen die sich zurück. War auch nice. Ja, wenn ihr da dieses Kartdingens macht, da seid ihr ja auch verkleidet als die Mario-Figuren. Ja, das darf man mittlerweile nicht mehr. Was? Ja, das ist ja, da hat Nintendo natürlich irgendwann Stress Ach, gemacht. das war gar nicht. Nein, Ach so? das hieß Oh mein Gott! Hä, aber warum darf man denn ja die Kostüme nicht Marika. benutzen? Hä, wie sneaky! Bodyguard, echt? Was muss ich wohl? Das ist mittlerweile ist das nicht mehr erlaubt. Ah, wie schade. Habt ihr auch mal in so einem Kapselhotel geschlafen? Nee, das nicht. Aber wir waren in ganz dubiosen Bars, also so in Theme-Bars, was so cool ist. Wir waren in so einem
In einer Gefängnisbar sozusagen. Das ist dann, da gibt's, da sind auch alle so verkleidet, so wie die Silent Hill Krankenschwestern. Oh, und wie du cool. kriegst auch nur so Sachen zu essen, gab's so Gehirn und Co. und alle Drinks. War übel scuffed und du wurdest auch in so eine Zelle eingesperrt und hast da deinen Tisch drinne gehabt. Ah, oh, wie geil. Dann ist irgendwann das, hat das Licht geflackert und dann ist da so ein Killer durchs Dingens gelaufen und so ein Kram. Solche, das gibt so viel davon. Das ist so umfangreich. Ja. Machen wir sowas nicht. Wir waren im Square Enix. Weil das wahrscheinlich alles nicht gegen unsere Vorschriften und Hygienevorschriften und so weiter, weil es wahrscheinlich einfach nicht funktionieren wird, Leute kurzzeitig einzusperren. Ja, aber da kommt, also wenn du raus, kamst du gar nicht raus? Ja, keine Ahnung, hat ja keiner versucht, weißt du. Also, was mit Toilette? Natürlich willst du das gesagt haben können, so, aber ja, war aber lustig. Vor allem, weil alles immer in so ganz kleinen Gassen ist. So, wir standen da, das sollte hier sein, nichts von außen gesehen. Und dann gehst du in so einen Fahrstuhl rein, der wirklich deiner Straße aufgeht und du fährst in Etage 4, nichts gesehen, machst die Tür auf, bumm, andere Welt. So, du bist halt einfach in so einer Wohnung drin gefühlt. Oh, okay. Und habt ihr da also nur in Hotels gepennt oder warst du auch in solchen typischen japanischen Wohnungen als Airbnb? Wir waren bis dato immer nur in Hotels. Das erste Jahr waren wir in einem richtig westlichen Hotel, also richtig Standard, wie wir das kennen würden. Und danach waren wir in eher japanischen Hotels, was trotzdem sehr cool ist. Und hast du irgendwas richtig Krasses mal zu essen probiert? Also, nö. Außer richtig krass teures Fleisch. Ist das Dingens gewesen? Ja, Kobe und so. Yeah. Aber das sind auch alleine das. Wir hatten das teuerste Fleisch, habe ich in der ranzigsten Bude gegessen. Also war es nicht, ist es nicht. Von außen merkst du nichts in Japan. Du gehst, wir hatten das Restaurant, wächst gerade auch bei mir im Chat. Du gehst wirklich durch eine Gasse und dann geht ein Garagentor auf. Und von da aus kommst du in die Wohnung. Innen super schön, aber von außen, wo ist das? Hier hinter diesem Garagentor. Und das ist so ein richtig schickes Restaurant gewesen, in Anführungsstrichen. Das Essen war richtig geil. Wir waren da auch sehr oft gewesen. Aber von außen ist es halt einfach eine Garage. Alter. Und das war aber, das war immer so. Wir waren ja, das erste Jahr waren wir ja bei, wir waren auch im YouTube Space in Tokio. Also, und der Chef von YouTube, also der diese Space da führt, der hat gesagt, er kennt da einen Geheimtipp, so ein Restaurant für uns. Und wir waren da alle hingegangen. Ja. Und wir stehen abends in so einem Viertel, keine einzige Lampe in dieser Stadt ist an. So, das war, alle waren schon am Schlafen. Ja. Yeah. Und einer sagt, das muss hier sein. Und dann machst du so eine Schiebetür auf und bist in so einem Vorraum. Nichts. Du gehst die Treppe hoch, als wenn du in so einem Treppenhaus bist. Nichts. Du machst noch eine Schiebetür auf und du hörst 50 Japaner Alkohol trinken und grölen. Yeah. Und auf einmal bist du so da. Und dann. Ach, das ist oft so, ne? Das ist richtig krass, ja. Hier haben ja auch diese ganzen Hochhäuser und in den Hochhäusern verteilt sind ja diese ganzen Läden und alles. Es sieht von außen aus wie so ein normales Hochhaus, aber ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also in Akihabara hast du ja viele Läden gehabt, die du über die Feuertreppe erreichst. Ja. Das Mandarake zum Beispiel ist ja so ein Anime- und Manga- und Pokémon-Kartenladen. Ja. Da musst du außen die Feuertreppe hochgehen und in Etage 4, 5 und 6 machst du dann diese Sicherheitstür auf und bis da geht's dann los. Dann wird da halt geshoppt, der Retro kam. Das ist auch so krass, diese Spielehallen. Also nicht diese, ich sag mal, diese unschuldigen Spielehallen, sondern wo die Erwachsenen sitzen, an diesen ganzen Automaten. Die Pachinko-Automaten. Ja, hast du mal diese Lautstärke wahrgenommen? Ich war da auch. Wow. Ich habe sogar gewonnen. Da habe ich mich ganz kriminell gefühlt. Das hat echt so einen kriminellen Flair. Ja, weißt du aber auch warum? Nee. Du darfst in Japan in Japan ist Glücksspielverbot. Du darfst an solchen Maschinen kein Geld gewinnen. Hä? Ja, aber weißt du, wie das funktioniert? Nee. Du gehst da hin, spielst dein Pachinko, du hast am Ende gewonnen. Ja. Dann tauschst du die Kugeln ein gegen ein tolles Stofftier. Mit dem Stofftier gehst du dann raus und auf der Rückseite ist ein anderer Laden, der kauft Stofftiere. Und da verkaufst du dann dein gerade gewonnenes Stofftier und hast dann dein Geld bekommen. Ach so? Ja.
Und das war also bei uns, und deswegen habe ich mich so schlecht gefühlt. Wir waren da auch drinnen, wir haben einmal so ein bisschen gespielt. Das war wirklich nur zum Gag. Und ich habe halt gewonnen. So mit diesen paar Euro, die ich da reingeschmissen habe, habe ich halt gewonnen. Und dann gehe ich dann zum Schalter, gebe alles ab und bekomme so eine Plastikmarke. Ich habe einfach so eine Plastikmünze bekommen, so wie Maut sie auf dem Kopf hat. Und mir wurde dann so eine Wegbeschreibung gegeben, wo ich hingehen muss. Und dann gehst du mit dieser, du kommst aus diesem Laden raus, gehst mit dieser Marke an dieser Polizei, da stehen ja überall diese Polizeiwachen. Da sitzen zwei Leute drin, die gucken dich an. Und direkt daneben ist ein Money Exchange gewesen. Und da habe ich diese Plastikmarke abgegeben und habe dann da mein Geld bekommen. Was? Nein, Leute, ich bin nicht reich. Die sind aus der anderen Abteilung, die Plüschtiere. Wie viel habe ich gewonnen? Ich glaube, 170 Euro umgerechnet oder so waren das. Krass, ich bin gerade voll blown. Oh mein Gott. Das ist ein halber Drogendeal. Aber wissen die das nicht? Natürlich, aber. Aber es ist halt so. Wenn die dich festhalten, was machst du dann? Was hast du dann? Eine Plastikmarke. Ja. Krass. Oh, ich will das auch mal machen. Manchmal kriegst du dann auch Stofftiere und auf der Rückseite des Laden kannst du Stofftiere verkaufen. Und so kommst du dann an dein Geld. Also kannst du auch so ein Stofftier verschenken. Krass. Sehr interessant gewesen, ja. Toll. Meine kriminelle Ader regt sich ja. Heftig. Cool. Ja, Pantur. Naja, jetzt kannst du noch nicht einreißen. Ich aktualisiere gefühlt jede Woche die Seite. Sobald Einreise wieder erlaubt ist, bin ich auch drüben. Ist Japan für Rollstuhlfahrer geeignet? Boah. Wahrscheinlich nicht, nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem auch, wie viele Läden und so weiter du über wirklich komische Sachen und so erreichst und wie viele schmale Gänge es gibt. Ja, eigentlich gar nicht. Nee. Die haben so schmale Treppen über Eck immer nach oben. Ja. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ich habe, glaube ich, auch gar keine Rollfahrer wirklich Rollstuhlfahrer. Muss ich auch sagen, habe ich auch gar nicht. Nee. Ja, aber sonst? Was meinst du? Nix. Also ich bin jetzt eigentlich durch mit meinem Gesprächsstoff. Das heißt, wir haben bestimmt noch viele Fragen im Chat. Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, wenn ihr Fragen habt, ich habe vorhin ganz viele Fragen überlesen, weil ich vorhin im Sprachflow war. Deswegen könnt ihr jetzt einfach gern reinballern. Bei mir wird gefragt, warst du früher zur Schulzeit von der Persönlichkeit so aufgestellt wie heute? Nein, natürlich nicht. Man entwickelt sich ja auch weiter. Man weiß ja, ich finde ja gerade in der Schulzeit, die Leute, wie sie in der Schulzeit waren, ist doch niemand so geblieben heute. Mm-mm. Jeder ist doch ein ganz anderer Mensch geworden. Hat der Raspers auch für Dalo was in der Twitch-Welt verändert? Ja, wenn ich jetzt Nein sage, klingt das wahrscheinlich falsch, aber ich würde sagen, eigentlich nicht. Bestimmt natürlich hat man Leute kennengelernt, die man sonst nicht kennengelernt hätte, aber das, was für viele jetzt normal ist, im Multiplayer Sachen mit anderen Streamern zu machen, war bei uns schon immer so. Also war bei uns eigentlich normal und das haben jetzt ja durch Among Us, durch Rust, die Leute ja erst kennengelernt, dass sie eigentlich nicht mehr die ganze Zeit nur alleine streamen müssen. Ja, das, was halt für dich selbstverständlich war halt für viele krass. Dadurch haben sie sich auch erst getraut und Kontakte geknüpft. Ich glaube, weil viele immer noch das Problem haben, dass sie Angst haben, wen zu fragen, ob sie mal was machen können. Ja. Wie ging es Dalo und Russ damit, dass er sein RP ändern musste wegen Hate? Nee. Musste ich nicht. Musste nicht. Nee. Also erstmal. Das Einzige, was war, du bist ja dann, glaube ich, uns so ein bisschen aus dem Weg gegangen.
Das war ja das. Ja, genau. Genau. Aber ich habe mein RP nicht geändert. Nö. Wir hatten eh genug zu tun. Ja. Was hat es mit der gelben Brille auf sich? Immer nur ein Markenzeichen. Habe immer irgendwas ausgesucht für mich. Ja, das wollte ich schon immer haben. Ich hatte erst, habe ich immer eine Mütze aufgehabt. Aber es ist irgendwann, das ist anstrengend geworden. Gerade im Sommer ist das anstrengend. Also ich hatte immer eine Mütze auf. Dann hatte ich sogar immer mal einen Handschuh getragen, einen Stoffhandschuh als Markenzeichen. Ja, durch alles. Ich hatte alles durchgebracht so für mich. Irgendwann habe ich das Bandana getragen und die gelbe Brille. Und das ist dann geblieben. Hast du Sehstärke drin? Ja. Und Blaulichtfilter wahrscheinlich, oder? Ja. Mhm. Aber das ist ja an der Brille dran. Also ja. Deswegen. Ja. Also ich habe die Brille nicht getragen, weil viele sagen, also was es macht, es hat ja diesen Blaufilter mit drinne, so damit du länger am Monitor arbeiten kannst. Das war für mich der Grund, da hatte ich sie auf der Arbeit getragen, einfach weil ich dann nachher noch YouTube und so gemacht hatte. Also ich habe die mir für die Arbeit geholt und habe ja am Abend dann immer noch 4-5 Stunden YouTube und so gemacht. Deswegen hat mir das geholfen. Aber an sich trage ich sie, weil es gibt's ja mittlerweile, ich bin mir ziemlich sicher, dass du diesen Blaulichtfilter auch haben kannst, ohne dass die Gläser gelb sind mittlerweile. Ja. Die Brille ist nur gelb als Markenzeichen. Ja. Wie gönnst du dir Pausen? Hattest du mal eine Phase, in der eine Pause unbedingt nötig war? Nee. Ich kann auch keine Pause machen. Wenn ich nichts tue, werde ich hibbelig. Muss irgendwas machen. Ich mache morgens Pause. Ich dusche oder bade sehr gerne. Das ist meine Pause. Alter. Oh, geil. Ich liege auch mal 2 Stunden in der Wanne. Wie macht das mit körperlicher Fitness? Ja, das ist das Problem. Das merkt man auch mittlerweile wieder. Also ich hatte es, ein Anreiz für mich war immer für Japan abzunehmen, weil du in Japan nichts machen kannst, wenn du zu groß und oder zu schwer bist. Ja. Gegen zu groß kann ich nichts machen. Also ich darf auf manche Achterbahnen nicht drauf, weil die nur bis 1,80 gehen. Wie groß bist du denn? 1,95. Deswegen, also dagegen kann ich halt nichts tun, ja. Aber zu schwer, da konnte ich halt ein bisschen was machen. Das habe ich auch geschafft. Also das eine Jahr, also von dem ersten Jahr, wo ich da war, bis zum zweiten Jahr habe ich 26 Kilo abgenommen. Der Krass. Unterschied in Japan war auch insane, das war auch geil. Auch für den Flug alleine. Das war halt schon kacke. Ja. Aber jetzt, wo man eh wieder nicht nach Japan kam, hat mir wieder der Anreiz gefehlt, so ungefähr. Und natürlich die Zeit, ja, aber. Krass. 1,95. Fliegst du dann in der Economy oder nimmst du Business? Na klar, Economy, aber immer vorne. Also versuche ich vorne zumindest. Aber geht nicht immer. Also war auch schon mal mitten im. Es ist immer scheißegal, wo du sitzt. Bist du auch zu geizig für Business Class? Jein. Also ich kann mir das vorstellen, aber ich denke mir dann gleichzeitig, wenn ich jetzt hier 5.000 Euro sparen, kann ich einfach 5.000 Euro mehr ausgeben. Ja, dann halt mal ein bisschen leiden im Flug. Dann kaufe ich doch lieber für 5.000 Euro Pokémon. Ja, boah, nee. Ich habe hier die muss ich ein bisschen umformulieren. Du machst immer, wenn du mit anderen Leuten spielst und so, dann machst du, also du gibst ja so Skill und Unterhaltung und bla bla. Und bekommst aber wenig zurück. Also ich lese das nur vor. Kann er das bestätigen? Und wenn ja, würde er auch mal gern was zurückbekommen. Wie würdest du das deuten, wie das gemeint ist? Ich denke, das ist so gedeutet, dass du. Also ursprünglich geschrieben ist es hier, gefühlt verarscht Dalu viele Leute, zum Beispiel Peter im Leuchtturm, bekommt aber wenig zurück. Vielleicht von der Interaktion her. Ach so, nein, ich glaube, ich werde wenig verarscht. Ich glaube, das ist die, ich verarsche viel, aber ich kriege wenig ab. Ach so. Meint ihr das so? Ich weiß nicht, deswegen, damit ich versuche das gerade rauszufiltern. Damit ich was abbekommen kann, muss irgendwann mal einer besser sein als ich. Nein, das ist natürlich. Nein, das ist, ich glaube, das hat viel damit zu tun. Ich glaube auch, dass Austeilen, dass es nicht als, dass die Person es nicht böse auffasst, muss auch erstmal gelernt sein. Also, dass jeder, der davon betroffen ist, auch weiß, dass es nur ein Joke ist. Ich denke, das kannst du auch positiv oder extrem negativ rüberbringen. Ja. Also, und ich will jetzt nicht sagen, dass ich das kann,
Aber ich glaube schon, es sagt ja keiner was, aber ich finde, austeilen, ohne dass jemand danach sich verletzt fühlt, musst du auch irgendwo lernen. So, ich denke, zwei Leute könnten dasselbe machen und bei dem anderen wird es anders rüberkommen. Also du musst halt auch empathisch sein dafür. Ich mache das aber auch nur bei Leuten, die ich länger kenne oder mag. Ich bin super nett und vorsichtig bei Leuten, mit denen ich nichts zu tun habe, bis ich jemanden kenne, bis ich weiß, auch was die Person ab kann oder nicht. Und dann mache ich nichts. Naja. Es gibt manche Leute, zu denen bin ich auch immer nett. Also da weiß ich das, weil ich finde, es ist auch wichtig, dass du so einschätzen kannst, ob die Person für sowas, ob das halt cool ist. Ich bin zum Beispiel nie böse zu Vlesk. Also oder bei uns aus der Gruppe zu Kundran. Okay. So, das sind so Leute, bei denen mache ich nie. Da würdest Quatsch. Du nicht sticheln, gar nicht. Weiß ich nicht, kommt auch gar nicht. So, kommt das so gar nicht raus, so, weißt du? Was? Zu Maluna war ich am Anfang sehr nett, da mache ich jetzt. Das letzte Mal habe ich da erst zugelegt bei Golf. Vorher war ich sehr nett bei Maluna. Ne, bei mir warst du von Anfang an nicht nett. Nein, das stimmt nicht. Das hast du wahrscheinlich noch nicht mitbekommen. Weil muss ja wissen, wie die Leute erstmal reagieren. Ich komme mit Nettigkeit nicht klar. Ich glaube auch, dass es gibt wenig Leute, die austeilen als Unterhaltungsmerkmal haben in der Gruppe. Also Trilux kenne ich. Trilux und ich, wir flamen uns ja durchgehend gegenseitig. So. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wer mir sonst noch in der Gruppe einfällt, der gerne einfach Just for Fun austeilt, wo es aber auch nicht böse gemeint ist. Deswegen weiß ich, das kann ich gerade nicht einschätzen. Ich glaube aber, das ist der Grund, warum ich so wenig abbekomme, ist, weil einfach niemand da ist, der sonst überhaupt austeilt. Kann mir manche Leute gar nicht vorstellen, dass sie mich trash-talken. Ich hatte das zum Beispiel, ich hatte das mit dir gehabt am Anfang auf dem Raster P. Ja, die Peets teilen auch aus. Ja, die teilen auch überart aus, ja. Ich hatte das auch am Anfang, da bin ich ja gerade auch erst neu reingekommen, wo du mich zum Beispiel, bin ich auf den Server gekommen und ich wurde instant von dir gekillt. Das war für mich so ein. Und dann hast du ja noch, ich weiß nicht, du hast irgendwas noch gesagt und dann kam ja noch der Chat und so, dachte ich, okay, der meint das ja ernst. Ja, aber das ist das Problem, wenn man sich nicht kennt. Das finde ich immer schwer. Ja, genau, da haben wir gar nicht miteinander vorher geredet. Ein Funfact über Dalu, was man überhaupt nicht erwartet? Weiß ich nicht. Also das muss ich ja selber erstmal irgendwie rauskramen, wenn es was gibt. Was wäre das? Was würde man nicht erwarten? Na, muss doch wissen, was man von dir nicht erwarten würde. Ich hab keine Ahnung. Was, send mir mal einen von dir, was man nicht erwarten würde. Nicht erwarten würde. Ja, genau. Ich realisiere es langsam. Es ist echt schwer. 0,5er KD. Ja. Deswegen, ich finde das sehr schwer. Also gerade so spontan, wenn du da irgendwie drauf. Dalu ist ein Partygänger. Er würde es ja mitbekommen. Deswegen kannst du es ja. Also deswegen ist es ja. Also nicht erwarten heißt ja, dass ich das jetzt die ganze Zeit nebenbei gemacht hätte. Das heißt, so jeden Abend, wenn der Stream um 23 Uhr aus ist, bin ich dann unterwegs oder was? Das ist ja Quatsch. Ja. Und das ist ja, will ja nicht passieren. Also du hast hier eh die Hälfte mit deiner Größe geflasht. Der Mann hat mehr Pokémon-Karten im Besitz, als jemals Treppenstufen gelaufen ist. Ja, Gibi. Frag ihn mal, wie viele Kartons Pokémon-Karten er beim Umzug hatte. Ja. Gibi stichelt die ganze Zeit auf deine Pokémon-Karten bei mir. Also ich denke, die Hälfte der Umzugskartons waren Pokémon-Karten. Von allem. Also, das ist auch immer noch da, ist auch immer noch nicht viel ausgepackt. 50 weil es so bis viel 60 ist. Umzugskartons? Wirklich? Ja. Locker. Was machst du denn mit denen? Wo willst du nicht irgendwie einen irgendwo hin machen? Weiß ich nicht. Das ist super weit ausgeholt. Ich sammle natürlich bei Pokémon-Karten volle Sets, also ich öffne die und sammle halt die Setkarten, aber ich sammle auch sehr viele Sealed-Produkte. Also ich habe
Deswegen, weil du gesagt hattest, wir mussten ja auch alle Sachen aus dem Schließfach holen. Wir haben jetzt wieder ein neues Schließfach, halt jetzt hier, damit es nicht so weit weg ist. Ich habe wirklich einige Pokémon-Karten, die auch einen gewissen Wert haben. Also es sind nicht mal Karten, sondern ganze Boxen oder so. Also die Pokémon-Karten könnte ich schon verkaufen, wenn da ein Käufer für existieren würde. Also das ist schon eine Menge Geld drin, ja. Krass. Du hast immer noch kein Online-Banking. Nee, also weil ich es auch seitdem dieser Joke aufgekommen ist, immer noch keinen Vorteil darin sehe. Also ich habe PayPal, ich habe Kreditkarten. Aber wofür brauche ich Online-Banking? Also was machst du mit Online-Banking? Ja, was machst du damit? Ich überweise damit, nee, meine Miete wird abgezogen. Ja, genau, meine Miete wird abgezogen. Ich muss nie eine Überweisung in meinem Leben tätigen, wofür ich das brauche. Amazon wird abgezogen. Ja, wird abgezogen. Versicherung auch, nee, ja. Aktien. Das stimmt schon. Kontostand. Ja, also ich nutz Online-Banking Handwerkerrechnung. Nur, um jeden Tag meinen Kontostand abzurufen. Strafzettel. Ja, die guten alten Strafzettel, wovon ich so viele habe. Wenn man geblitzt wurde. Also das ist wirklich etwas, wo ich keinen Nutzen drin sehe bei uns momentan. Alles, was ich kaufe, kann ich mit PayPal bezahlen oder mit Kreditkarte. Ja, und sonst geht deine Freundin wahrscheinlich zur Bank und überweist. Sag mir mal, was ist uns sonst? Was ist da? Strafzettel. Warum soll ich? Naja, fährt keiner von euch Auto? Ja, aber und dann für jedes Mal, wenn du Auto fährst, kriegst du Strafzettel. Naja, aber ihr wurdet doch bestimmt schon mal geblitzt. Was mit der GEZ? GEZ wird doch auch? Nee, ich weiß meine GEZ immer. GEZ wird doch auch abgebucht. Nee. Doch, doch, doch. Leute, wird das abgebucht? GEZ wird abgezogen. Kannst du mittlerweile abbuchen. Ja. Ja, aber wenn der Handwerker kommt. Okay, wie oft kam der jetzt in den letzten Jahren bei dir? Ja, also, stimmt. Wenn einmal in meinem Leben ein Handwerker kommt, ich sollte mir Online-Banking anschaffen, weil das ist ja wirklich absolut lebenswichtig. Das ändert ja alles. Ja, keine Ahnung, Mann. Ist ja lebensverändernd. Ja gut. Also ich verstehe das natürlich, dass man es hat. Also ich glaube, wenn ich das auch einrichten würde, gut, dann hätte ich es, so, weißt du. Aber ja. Es ist so etwas, ja, dann habe ich es und dann benutze ich es immer noch nicht. So. Ihr seid doch privat versichert, oder? Bekommt ihr keine Arztrechnung? Ja. Also das ist jetzt natürlich ein Thema, muss ich vielleicht dreimal auf Holz klopfen. Ich weiß nicht mal, wann ich in meinem Leben das letzte Mal beim Arzt war. Aber du bist versichert. Ja, klar, das merke ich, weil ich ja jeden Monat fast 1.000 Euro dafür zahle. Echt? Dann bist du privat versichert. Ja, warum zahlst du so viel? Ich zahle 400. Weißt du, was du alles für Service da drin hast? Ey, darum geht das System. Ja, das ist komisch. Wann warst du das letzte Mal beim Arzt? Ich? Letztes Jahr, vorletztes Jahr, Mittelohrentzündung. Habe ich mir Antibiotika ins Ohr stopfen lassen, fertig. Ja, und dann kam eine Rechnung. Das heißt, wie viel Euro an Versicherung? Gibi, 350 oder so zahle ich. Ich zahle Höchsteuersatz, was das angeht. Also ja, hier. Aber privat? Bist du nicht? Nee, teils. Weil wenn du einmal, glaube ich, auf privat komplett wechselst, kannst du nicht mehr zurück, glaube ich. Nee, das ist so ein großer Irrglaube. Und deswegen halte ich bin mir da nicht sicher, aber deswegen habe ich es mir offen gehalten. Ja, aber was ist, wenn du jetzt zum Beispiel in 20 Jahren sagst, okay, du lässt dich jetzt wieder anstellen, dann bist du ja automatisch in der Gesetzlichen. Dann bist du schon mal da raus. Ja, überlege ich mir in 20 Jahren. Ja, ab 60 kannst du nicht zurück. Nein, ist man nicht. Keine Ahnung. Das ist, bei uns ist alles, wenn wir jetzt sagen hier, da liegt denn falsch. Ja, ich lese auch gerade. Aber das ist so, also alles, was bürokratisch bei uns in Deutschland ist, das ist eh sehr schwierig. Ja, voll. Also das ist einfach auch echt nicht leicht. Ja. Finde ich.
Ja, aber also Gibi, es zählt halt ganz viele Faktoren bei der privaten Versicherung. Du gibst ja an, wie alt du bist, ob du rauchst und deine Größe und dein Gewicht und etc. pp. Und wenn du dann noch gar nicht zum Arzt gehst, dann sinkt dein Beitrag. Deswegen bin ich auch immer weiter runtergestuft. Warum lese ich die ganze Zeit irgendwas mit deinem Blinddarm hier? Sorry, das habe ich, boah, ich weiß gar nicht, wie viel Jahre das heißt. Der musste mir entfernt werden halt, ne? Also das hatte ich Ja. irgendwann. Da wollte ich eigentlich auch nicht ins Krankenhaus, weil ich da noch YouTube und so gemacht hatte. Da habe ich gefragt, ob es Anti, also ob es irgendwelche Medikamente gibt. Den Blinddarm. Ja, ich konnte mich kaum bewegen, aber ich hatte keinen Bock, ins Krankenhaus zu gehen. Fühle ich. Ich will auch nicht im Krankenhaus. Aber du bist dann da geblieben. Da muss ich. Also, ich wäre, wenn du den Oh. drinnen lässt, wäre es ja einfach verdeckt. Oh, was macht man da? Da Da liegst du doch nur rum. war Pause, ne? War Urlaub. Würde Dalu empfehlen, dieses Leben, was er hat, zu führen? Nee, das ist, ich glaube, das würde ich, das ist schwer zu sagen. Bin ich happy, wie es ist? Ja. Würde ich es jemand anderes empfehlen? Weiß ich nicht. Ich denke, das ist von Person zu Person an unterschiedlich, wie eine Person für sich happy ist, was Leben angeht. Also, es ist ja theoretisch ungesund. Ich esse aber auch ungesund. Ich trinke viel ungesunden Kram. So, kann ich es also empfehlen? Nein, kannst du nicht, bin ich, aber würde ich sagen, ich muss was ändern? Nein, muss ich auch. Also wahrscheinlich irgendwann schon. Natürlich kriegst du irgendwann die Quittung dafür. Aber so jetzt gerade bin ich ziemlich happy damit. Ist natürlich, man könnte natürlich kein ganzes Leben lang nur gesund essen, nur gesund trinken, genug Sport machen und am Ende bist du trotzdem nicht glücklich. So, was macht dich also, was macht dich happy? So muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, Ja. alleine schon bei uns in unserem Leben, wie viel Geld brauchst du, um im Monat zu leben? Wie viel brauchst du zum Beispiel? Und ich sag dir, im Chat wird einer sein, der sagt, er braucht 500 Euro. Und Ja. dann gibt es einen, der sagt, aber ich brauche 2000 Euro. Und dann kommst du und sagst, brauchst 4000 Euro. Und Naja, die. wahrscheinlich ist es so. Ja. Also, Aber und was heißt zum Leben? Ist das jetzt so mit, ja, mit Miete und alles oder nur für sich ja, mit privat? allem. Nee, mit allem. So viel, wie viel Geld brauchst du mittlerweile, damit alles klappt? Damit das Uhrwerk läuft? Boah. Und wo setzt du dann, und kann jemand, der jetzt hier sagt, er braucht nur 700 Euro gerade, der ist wahrscheinlich, vielleicht ist er happy, vielleicht nicht, und der eine, der sagt 2700, vielleicht ist er aber auch nicht happy. Ja. So, deswegen kannst du das Leben empfehlen. Ich glaube, jeder sollte sein eigenes Leben so weit führen und nicht gucken, was andere großartig machen, sondern gucken, was einen happy macht. Also Hauptsache, du bist, hast einen guten Ausgleich. Weil du kannst immer zu irgendwem gucken und dir denken, oh, das ist schon geil, das ist schon besser, aber das ist Quatsch. Dann, Ja. das hört nie auf. Das wird nie enden. Und meine Standardfrage ist immer, die liebe ich so. Würdest du denn sagen, Streaming ist ein, ist Arbeit? Klar, aber ich denke auch da, und es ist super viel anders, wenn ich zu Hause einen Boden verlege, ist es dann Arbeit. Und wenn ein Handwerker es verlegt, was ist der Unterschied? Streaming ist so individuell auf Twitch, dass einer sagen würde, nee, ich arbeite nicht. Ich streame jetzt hier eine Runde League of Legends und hab ein bisschen gezockt und dabei gequatscht. Und bei dem anderen ist das ja behind the scenes ganz anders. Also ich habe mehr Telefonate jetzt, als ich am Telefon saß als Bürokaufmann, so ungefähr. Also ich plane viel, ich organisiere viel, es passiert viel. Du musst, ich habe mehr Verträge unterschrieben in den letzten X Jahren als sonst was. Also du kannst daraus eine Arbeit machen, egal ob jetzt der eine, der sich das nicht vorstellen kann, denkt, aber du sitzt doch nur da und zockst. Ja, das ist ein ganz kleiner Teil davon. Also du lernst so viel für die normale Arbeitswelt kennen, wenn du das als Beruf machst. Das glaubst du gar nicht. Alleine, wenn du dich das erste Mal wirklich irgendwo privat anmelden musst und dein Gewerbe anmeldest und einen Steuerberater dazu ziehst und all den ganzen Scheiß, den ich gerne nicht machen würde, ich würde auch gerne einfach nur den Dingens anmachen und ein bisschen League of Legends spielen oder so. Ja. Aber so sieht es halt einfach nicht aus, ja. Naja, im Grunde kannst du das machen, also.
schon leider lange nicht mehr. Also, ich weiß nicht, darfst du wenigstens noch deine Steuern quartalsweise oder ich halbjahres? Ich darf meine quartalsweise. Ich muss nicht. Jeden Monat. Und wenn dann am 5. nicht alles da ist, dann gibt es aber schon wieder Ärger. Da freue ich mich auch jedes Mal drauf. Ah, das ist okay, krass. Nee, da bin ich noch nicht. Nee. Also ja, mittlerweile ist das eine Menge Arbeit. Also alleine der ganze Papier, alleine wenn, das klingt so blöd, wenn du einen Vertrag bekommst und der ist dann 17 Seiten und du bist dafür am Ende verantwortlich, auch wenn du unterschreibst, dass du dir die Scheiße da aber auch anständig durchliest. Alleine das ist halt schon nie geil. Ja, hast du nicht so, wo du sagst, also hast du irgendwann eine Stelle, wo du sagst, boah, ich brauche einen Assistenten oder so? Ja, habe ich ja mittlerweile. Ach so. Also, ist jetzt noch nicht offiziell, ist auch noch nicht 100% unterschrieben, aber wir sind da im Gespräch, bekommen eine Managerin sozusagen nur für mich sozusagen. Ja. Das habe ich auch schon, also was genau macht ein Assistent für einen? Alles, was ich nicht mache. Also, weil Verträge für mich vorlesen und sagen und zusammenfassen und gegebenenfalls im eigenen Namen unterschreiben. Ja. Selbst die Gespräche mit den Firmen übernehmen und dann mich briefen. Also das hatten wir jetzt zum Beispiel als letztes gehabt, dass ich einen 2-Stunden-Call hätte und da geht sie dann dafür rein und sie fasst mir das dann ab. Das ist so viel wert. Das hilft so ungemein. Ey. Aber ist das nicht im Grunde das, wenn man ein festes Management hat und man hat da einen Betreuer? Ja, aber wie viel Zeit, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich glaube, bei dir muss das aber auch schon größer sein. Ich glaube, die Person aus einem Management, wenn die dich betreut, ich glaube, also bei mir ist das ein Ganztagesjob. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche du am Tag hast. So, natürlich kann das einer sein, der vielleicht im Monat einen Deal oder so schließt, das dann reicht, dann machst du das nebenbei, aber ich komme mittlerweile selber, ich habe wirklich 2 Tage vorher wird mir jeden Tag Bescheid gesagt, Dienstag ist der Termin und morgen wird mir gesagt, morgen ist der Termin. Es ist mittlerweile so viel, es ist so schwer mittlerweile. Krass. Ja, ich mache mir das halt alles, ich vermerke mir das halt selber im Kalender. Hab ich auch, aber es ist trotzdem, steht da nie alles drin. Aber du bist nirgendwo exklusiv, ne? Noch nicht. Aha, noch. Ich hab das alles selbst gemacht. Also ich bin ja, also es gibt für die Zuschauer, die es jetzt nicht wissen, es gibt im deutschsprachigen Raum einige Managementagenturen, wo viele Streamer von euch oder die ihr kennt, sind bei X oder bei Y. Eigentlich sind alle irgendwo, ich nicht. Ich bin bei A, B, C, D und X. Ich bin überall. Ich bin überall und ich mache das alles, also ich habe das alles selbst gemacht. Und wo ist also warum? Weil ich es gelernt hatte. Weil ich ja selber Content-Marketing-Manager war und ich das für mich, ich sehe die Vorteile darin, in einem Management zu sein. Ich sehe aber auch die Vorteile darin, mit allen arbeiten zu können. Ja. Aber die, also, schreiben dich die Firmen an oder geht das trotzdem über Management ABC? Nö, die ist das direkter Kontakt. Ich kenne die alle. Ja, klar. Das ist ja ein Riesenvorteil. Ja, aber es auch ist stressiger. Genauso viel Arbeit. Es ist viel stressiger. Du bist ja dein eigener Betreuer. Genau, und deswegen, das will ich eigentlich ändern, weil die Zeit dafür. Das ist so viel Arbeit, die da wegfallen würde für mich. Ja. Könnt ihr da mal ein wenig drauf eingehen, was man als großer Streamer so drumherum zu tun hat? Kann mir da aber nicht so viel drunter vorstellen. Was hast du denn so, was hast du denn so zu tun? Wie beginnt mein Tag? Mein Tag beginnt um 8 Uhr, dass ich meinen Kalender durchgucke, was ich heute alles machen muss. Nehmen wir an, ich hätte heute einen Deal zu Lost Ark. Mhm. Dann wird der ganze Lost Ark-Vertrag nochmal durchgelesen mit: Welches Panel muss unterm Stream? Welcher Link muss unterm Stream? Muss ich einen Tweet oder einen Instagram-Post machen oder nicht? Brauche ich später ein YouTube-Video oder nicht? Dann Chat-Command, gebe ich Gott sei Dank meinen Mods. Vielen, vielen Dank dafür, dass ich das weitergeben kann. Dann wird das Briefing gelesen, dass du genau weißt, was ist jetzt in dem Patch XY neu? Was musst du machen? Also beziehungsweise, was ist der Fokus der Kampagne?
So, dann liest du das und dann, ne, dann bereitest du das vor. Dann wird, das machen viele nicht, Spiel runtergeladen, getestet, eingestellt. Ja, also ich will nichts sagen, ich habe schon sehr viel miterlebt. Aber ich mache das alles vorher. Ja. Dann ist so mit etwas Glück 9 Uhr, manchmal länger, kommt drauf an, wie viel ich nebenbei gemacht habe, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Um 9.30 Uhr habe ich dann die ersten Telefonate. Ist abhängig davon, wie viele es am Tag sind, sonst mache ich es meistens ab 10. Mhm. Aber wenn zu viel ist, mache ich das vorher. Da werden dann Sachen geplant, wie Eventplanungen, wie auch zum Beispiel, das ist jetzt aber noch nicht dabei gewesen, aber Rustplatz 2 zum Beispiel war sehr, sehr viel morgens. Dann kommen die ganzen Angebote für die Woche, die du alle einzeln durchgehst, egal ob du die annimmst oder ablehnst, dann werde hier, wir haben heute 7 Angebote mit Leuten, die dich haben wollen. Und dann guckst du dir alles an, du liest dir alles durch, du stellst Fragen, du versuchst natürlich dann so viele Sachen wie möglich aufzuschreiben, was du wissen willst, vorher und so weiter und so fort. Dann wird das weitergegeben, dann wird noch gesagt, wir brauchen übrigens noch die Reportings von Y-Food für diesen Monat oder sonstiges. Dann wird geguckt, ob alles erledigt war. Dann wird nach Ideen gesucht für neue Projekte, weil es passieren ja auch super viele Events, was Streamer angeht. So, wir wollen gerne zum neuen Spielmodus von Rainbow ein Turnier machen. Welche 7 Leute stellst du dir darunter vor? Und dann versuchst du eine Gruppe zusammenzubauen. Dann muss das angefragt werden. Dann brauchst du Ersatzleute und so weiter und so fort. Das ist so eine Planung. Dr. Oetker ist zum Beispiel ein Riesending bei mir, da warst du ja auch schon mal mit dabei. Mhm. Da werde ich jeden Monat gefragt, was spielen wir jetzt, was ist aktuell? Dann wird das weitergegeben, dann wird zurückgefragt, können wir das spielen? Nee, das Spiel ist ab 18, wir können kein DBD machen. Das ist, ne, Dr. Oetker ist eher so Mario Kart und Pummelparty, eher so, ne, Spiele für alle Leute. Dann guckst du, was gerade aktuell ist, ob das geht, ob das getestet wird, hat Person X Lust, wir brauchen aber jetzt mal wieder wen anderes, wie wäre es mit den P? Und dann wird gefragt und gefragt und gefragt und organisiert und dann werden halt so die Sachen durchgegeben. Ach ja, übrigens, letzten Monat war ja die Kampagne zu XY. Wir hätten gerne dein Dashboard von YouTube, von Twitch. Wir würden gerne die Impressionen haben. Hast du noch die Insta-Story und kannst du kurz nachgucken, wie viele, was die Analytics gesagt haben? Können wir das eben ausgleichen, um es zu verwerten und so weiter, um es einzutragen? Bla, bla, bla. Und all den ganzen Kram. Dann ist irgendwann, also ich quatsch meistens mit 3 Leuten pro Tag, also mit 3 Agenturen pro Tag, dann ist so 12. Dann mache ich nebenbei mal schon meine Lost Ark-Sachen und dann plane ich den Stream für heute. Dann schreibt meistens Skippy um 11, da ignoriere ich ihn dann noch. Da bin ich noch im Gespräch, dann schreibe ich um 12, Nick, noch keine Ahnung. Und um 1 Uhr sage ich dann, was ich wirklich machen will. Und dann wird geguckt, halt, wer heute mit dabei ist, was gespielt, was gestreamt wird. Nebenbei muss natürlich noch die Thumbnails für YouTube gemacht werden. Also ja, ich habe einen Zeichner, Fess, dem sage ich am Abend immer, was ich für Bilder brauche. Die kriege ich dann am Morgen. Dann über Krass. Nacht macht der Cutter die Videos. Da muss ich dann auch noch manchmal so schreiben, yo, ich brauche morgen ganz dringend das Video zu Secret Neighbor kommt morgen als Beispiel. Da bitte Runde 1 und 3 zusammen in einem Video. Und ach ja, das und das wäre cool, wenn wir es hervorheben könnten. Und bla, da muss dann so zusammengeschnitten werden. Dann muss ich das Thumbnail ja noch, dann habe ich das Bild, aber noch nicht den Text auf dem Thumbnail. Das lasse ich dann, das macht meine Freundin. Dann schicke ich ihr das rüber mit den Titeln, was ich brauche. Dann sucht sie Logos und so weiter raus, falls was Neues ist, und macht dann das Thumbnail. Ein anderer Kollege macht aber die YouTube-Videobeschreibung und Tags, aber der muss das dann auch wissen. Dann, hier ist das Video für heute schon online. Nee, kommt noch. Und dann muss das wieder hin und her. Es ist so viel, also YouTube ist mehr Arbeit als alles andere, finde ich. Krass. Leider, das ist so anstrengend. Und dann ist irgendwann 14 Uhr und dann beginnt langsam der Stream. Dann wird der Tweet gemacht, das Video eingestellt, und dann wird gespielt. Und dann zum Abend geht es dann weiter. Dann muss ja die Dropbox angeschmissen werden, was brauchen wir? Und dann wird gesagt, ja, ich brauche für morgen noch ganz dringend ein paar davon und das wird hochgeladen, aussortiert. Man muss ja auch überlegt werden, was war jetzt gut und was nicht. Und all so ein Kram. Sehr gut zusammengefasst. Noch was? Oder? Bestimmt. Also gerade so Sachen, also Fest zum Beispiel, ich plane jetzt zum Beispiel, also Fest ist mein Zeichner, ich plane ja gerade für DBD ein Projekt und jeden Tag kann ich immer nur so einen Bruchteil rüberschicken, was ich an Zeichnungen brauche oder was ich mir vorstelle. Ich habe immer noch kein Bild und habe ich irgendwann klatsche ich in einer halben Stunde so im Paint was zusammen. So soll das ungefähr aussehen. Kannst du mir darunter was vorstellen? So, und dann kommt ja noch der ganze Kram mit dazu mit den ganzen Partnern, die man hat. Sei unabhängig jetzt, sei es Merch oder sei es Stream Heroes mit den Sammelkarten oder Displays und all der Kram, den du natürlich auch noch irgendwie auf dem Schirm haben willst und machen willst.
Es ist mittlerweile viel. Und Papierkram, Steuern, ich gebe ja vergleichsweise, wenn du ein Steam-Spiel kaufst, musst du ja auch direkt die Rechnung raussuchen. Wenn du auf, aber du brauchst ja für alles Unterlagen. So, das muss alles nebenbei passieren. Aber hast du da, also, wo ist dein Burnout? Geh ja morgens eine Stunde oder so duschen oder baden. Ne? Das ist meine Pause. Abends Filme und Serien gucken, bis man bis man schläft, ist auch immer ganz nice. Also ich habe kein Problem damit. Ich mache das gerne. Darf nur nicht. Es muss, solange es schaffbar ist, ist alles nice. Also solange es in die Zeit passt. Schlimm wird es nur, wenn du irgendwie, also wenn ich hasse es, zu spät zu kommen. Also wenn ich irgendwie noch was machen muss. Dann, es ist 13:55 Uhr, wir hatten um 14 Uhr den Call und der Steuerberater ruft an und sagt, wir brauchen jetzt die Unterlagen. Dann bin ich genervt. Also nicht, weil der Steuerberater das anfragt, sondern ist natürlich wichtig, er braucht das natürlich, aber dann bin ich genervt, weil es nicht passt, es geht sich zeitlich nicht aus, das nervt mich. Dein innerer Monk. Ja. Ja, das können nicht viele so. Also das, was du, deswegen, ich sage auch immer, bei dir ist immer so, vergleicht euch niemals mit einem Nalu-Kart, weil weiß ich nicht, was in deinem Kopf da so krass ist, dass du das halt so, dass du da halt keine Pause auch brauchst, wirklich, außer deinen Baden morgens. Ich bin der Meinung, dass du nicht, dass man das machen sollte oder so, aber ich mag es gerne, solche Sachen anzugehen und durchzuziehen für einen selbst, also für mich selbst, weil damals Schulzeit und so weiter, also bis zur 10. Klasse war ich nicht einmal krank. So bis zur 10., also außer als ich mir das Bein gebrochen hatte, da war ich dann vorzeitig natürlich ins Krankenhaus gegangen, war aber dann einen Tag oder 2 Tage später wieder da. Aber da konnte ich ja nichts für. Danach gab es die Zeit, wo das anders war, in der weiterführenden Schule. Vor allem, als man 18 war und selber krank schreiben konnte. Das war ganz schlimm. Ich habe mein Zeugnis zum Beispiel nicht abgeholt. Ich habe mir das per Post schicken lassen. An dem Tag kam das WoW-Addon raus. Habe ich WoW gezockt, mich krank geschrieben und mir das Zeugnis per Post schicken lassen. Ganz schlimm, war natürlich, keine Ahnung, ja, war natürlich nicht leicht. Und sehr viel Quatsch gemacht als Jugendlicher, was das angeht. So. Und dann habe ich mir aber wieder gedacht, so, für mich, ich will mir aber trotzdem zeigen, dass ich es könnte. Und dann kam so dieses YouTube dazu. Also auch, ich habe ja 3 Ausbildungen gemacht. Und ich habe ja bei der Bürokaufmann-Ausbildung 2-mal die Firma gewechselt. So, das ist alles so für mich. Mein Vater arbeitet bei der Handwerkskammer und für meine Eltern war Ausbildung das A und O. Und ich bin halt jemand, der oft zu Hause war, Schule geschwänzt hat, gezockt hat. Ich habe ein super Verhältnis zu meinen Eltern. So, wirklich. Also tipptopp. Aber ich glaube, ich habe es denen echt schwer gemacht. Und ich glaube, die waren auch sehr sauer. Und dann willst du auch noch irgendwann sagen, dass du mit YouTube dein Geld verdienen willst. Also, ui, ui, ui. Und vor allem, wenn dein Vater bei der Handwerkskammer arbeitet. So, mein Vater hat mir so viele Vorstellungsgespräche, Eignungstests und so weiter organisiert. Und wenn dann der Sohn da nicht hingeht oder das nicht, boah, das ist, uiuiui. Ist nicht so nice. Aber dann wollte ich mir irgendwann sagen, ich weiß, dass ich das kann, wenn ich will, kann ich. Und dann habe ich den Kram halt natürlich durchgezogen. Und das denke ich mir bei sehr vielen Sachen, was ich immer noch gerne machen wollen würde. Das eine Jahr auf das andere Jahr Japan, wo ich gesagt habe, ich muss 26 Kilo mindestens abnehmen, habe ich das gemacht. War für mich auch kein Problem, habe ich gemacht. So, ne? Ich denke mir jetzt, so wenn ich Bock hätte, Japanisch zu lernen, wenn ich meine, ich würde, aber ich bin jemand, ich will dann alles umstellen. Aber das würde dann bedeuten, kein Stream oder so mehr, sondern ich könnte das machen. Ich hätte auch Bock drauf. Ich hätte auch Bock, einfach so richtig viel Sport zu machen und einfach so richtig sportlich zu sein. Hätte ich auch Bock drauf, aber wann? So, und ich will da gerade nichts ändern. Das ist so das Problem. Ich will gerade nichts ändern, nicht weil ich keine Motivation habe, was anderes zu machen, sondern weil ich eigentlich ziemlich happy bin, wie es ist. So, und ja, es ist nicht so einfach, dann wieder zurückzugehen, natürlich. Ne? Deswegen nimmt man natürlich die Zeit gerade so gerne mit, weil es ja auch Spaß macht. Aber was müsste denn passieren? Also was müsste passieren, dass du richtig überfordert wärst?
überarbeitet. Ich glaube, ja. Da spielt nur der Kopf. Also es ist alles Kopfsache. Mhm. Also ich denke, solange du einen klaren Gedanken hast und dir das auch richtig einteilst und auch eingestehen kannst, wie, ja, das geht ja gar nicht zeitlich, das schaffe ich zeitlich nicht und du dich dann nicht verrückt machst und so weiter. Ich glaube, das Mindset ist alles. So, der Kopf ist ziemlich powerful an sich und die Gedanken ist das, was einen vorantreibt. Aber wie ist das mit deinen Eltern eigentlich jetzt? Also, super! Ich meine, meine Eltern, ich verstehe mich immer, ich habe mich immer gut mit meinen Eltern verstanden. Ah, die wissen, also, oder gucken die auch mal? Ja, ja, ja. Oh. Meine Mutter liest die Tweets immer oder so. Mm. Aber woran hat er meistens Spaß? Ziele verfolgen heißt ja nicht gleich Spaß haben. Oh doch. Klar, nicht Ziele verfolgen, sondern das Ziel erreichen ist geil. Selbst wenn es nur kurzzeitig ist. Die Belohnung im Kopf, wenn es dann geschafft ist. Das ist ein Grund, warum sich Leute zu Silvester, zum Neujahr Sachen vornehmen. Du nimmst dir irgendwas vor. Mhm. Klar, 90% der Leute, 95% der Leute schaffen es nicht, machen es nicht, gerade im Fitnessstudio. Aber es geht gar nicht darum, so manche Leute sagen, ja, du kannst dir aber jeden Tag was vornehmen oder so. Ja, ist aber kackegal. Es geht nur um den Kopf dabei. Du denkst dir ein neues Jahr, Zahl ist umgesprungen, es ist kackegal, woran du es festmachst. Es geht nur darum, dass das vielleicht ein Grund ist, der dich vorantreibt. Ob der, wie banal das zum Beispiel einer der Gründe, das habe ich mir festgelegt, das ist total banal. Ich habe mir einen Ring gekauft oder machen lassen. Custom made, ist ein Dragon Ball Ring mit einem Dragon Ball als Diamant drinne. Der ist aber, ich habe den aber zu klein gekauft, weil meine Finger ja auch noch dick sind. Ich habe gedacht, ich will so viel abnehmen, dass mir der Ring passt in einem Jahr. Ich trage den Ring nicht. Ist mir auch kackegal gewesen. Aber der Ring war trotzdem dieser Faktor. Der Motivationspunkt. Ja, das hätte ich gedanklich auch einfach so machen können. Hätte mir auch irgendwas anderes nehmen können. Aber du nimmst dir irgendwas, es ist absolut egal, wie relevant oder unwichtig das ist. Und selbst wenn es halt einfach nur der erste XY ist, dieses Silvester-Ding. Absolut kackegal. Ja, mach's wirklich einfach mit irgendwas und am Ende muss nur für dich ein gutes Gefühl. Deshalb geht einfach nur darum, dass du das geschafft hast. Auch kackegal, was die anderen darüber halten, was andere darüber denken. Ja, das sowieso. Ach. Aber ist so, wo du sagst, so, okay, aber ab dem Punkt würde ich auch für mitstreamen oder so. Also, meinst du, du machst das jetzt für immer so? Ich würde gerne. Ich würde auch gerne gucken, wie weit ich damit komme. Also nicht, wie groß ich werden kann, sondern ob ich noch mit 40 coole Kills in Valorant oder so machen kann oder keine Ahnung, ich würde es einfach gerne sehen. Ich sehe keinen Grund darin, mit Zocken aufzuhören, weil mir das Hobby halt Spaß macht. Ich bin damit aufgewachsen. Aber ich weiß nicht, wann das umspringt. Vielleicht hast du wirklich irgendwann die Intention und willst was anderes machen. Und ich bin immer noch der Meinung, dass du dich nicht drauf festsetzen solltest. Also ich kann jetzt, wenn ich jetzt sage, ich mache das, bis ich 70 bin, wäre das blöd, wenn ich denke, boah, ich hätte jetzt schon Bock, Gitarre spielen zu lernen. Mhm. Und ich mach's dann nicht, weil ich sagen will, oh, ich will aber Gaming bis 70. Mhm. Ich glaube, wenn du wechseln willst oder wenn du was anderes machen willst, kannst du das immer. Du musst nur schauen, dass dein Leben weiterhin funktioniert. Also YouTube und Twitch ist meine Einnahmequelle, theoretisch mein Job. Wenn ich jetzt ein Hobby machen will, dann fällt mein Job weg, um ein Hobby zu machen, ist schwer, weil ich keinen Ausgleich habe. Du musst ja weiterhin Geld verdienen. Ja. Dein Kopf ist richtig komplex. Ne, glaube ich gar nicht. Doch, ich glaube, also relativ für dich, simpel. Ja, aber du kannst das halt auch so. Du kannst halt so, ich will das, okay, dann mache ich das so. Ja, aber warum nicht? Warum solltest du das nicht haben? Warum denkst du, du willst das und schaffst das nicht? Was ist, ja, du bist was halt einfach super denn? Ehrgeizig. Das können nicht viele so. Weiß ich nicht. Also das würden viele gern können, deswegen das ist krass. Also ist dir das eigentlich klar eigentlich so, was du eigentlich so leistest? Nee, ich vergleiche mich immer, also was heißt vergleichen? Ich achte immer drauf, ich denke zum Beispiel, dass ich mehr machen könnte. Okay. Aber ich denke das nur. So manchmal denke ich mir, boah, anstatt dieses YouTube-Video zu gucken, hätte ich auch XY machen können oder so. Aber den Gedanken musst du halt ablegen, weil es ist eh schon passiert. So.
Es ist so blöd, was wäre, wenn? Was wäre, wenn Gedanken sind die schlimmsten? Ja. So, ja. Was wäre, wenn ich gestern was anderes gemacht hätte? Drauf kackegal, was wäre, wenn? Ist eh nicht passiert. Da bin so. Ich auch gerade. Das versuche ich mir gerade anzueignen. Genau das, ja. So Sturzpiepe, was passiert wäre, wenn du was anders gemacht hättest. Ja. Ah. Muss das Gespräch heute erstmal verarbeiten. Deswegen habe ich dich ja gefragt, ob du das halt überhaupt so richtig wahrnimmst, was du halt eigentlich machst, was halt für dich normal ist, was aber für viele nicht normal ist. Muss ja auch für viele andere nicht normal sein. Ja, klar. Wichtig für jeden Einzelnen da draußen ist einfach nur, dass der Tag funktioniert. Ja. Ich finde, du kannst aus dem Fenster gucken und siehst da wen, wer in 2 Tagen eine Hauswand hochzieht. Und du sitzt zu Hause und guckst ein Anime. Solange dein Alltag trotzdem funktioniert, du das Geld hast zum Leben, du irgendwo glücklich bist, dann natürlich auch gesund, das wollen wir ja alle, ist eigentlich egal, ob jemand anderes daneben eine Hauswand hochgezogen hat. Weil, nehmen wir an, du guckst raus und siehst, wie jemand eine Hauswand hochzieht, machst das selbst, dann guckst du über deine Wand und siehst, dass da jemand Kraftsport macht und super durchtrainiert ist. Und dann machst du das und dann siehst du, wie jemand wieder was anderes macht. Du wirst kein Ende haben. Du kannst nicht, es gibt so viele Richtungen, die sich der Mensch entwickeln kann und was der Mensch leisten kann, dass du niemals zufrieden bist. Also wenn du immer auf andere achtest. Du kannst nur zufrieden sein, wenn du das für dich selbst in einem kleinen Kreis abschließt. Ja. Ha. Bist so weise eigentlich. Deswegen finde ich es immer so frech, wenn Leute schreiben, dass jemand dicker geworden ist. Ja, ich weiß. So, ich mach was anderes. So gerade. Ne? Ich bin gerade woanders für mich tätig. Ich schaff das nicht. Ich kann das nicht. Andere können das. Ja, super viele YouTuber und Streamer haben super durchtrainierten Körper. Ja, aber vielleicht sitzt der aber dafür nur 4 Stunden am PC oder macht was anderes. So, ne? Jeder verteilt seine Werte anders. Wichtig ist nur, fühl dich wohl, gerade von der Arbeit. So, ich finde, der Ausgleich, den du hast, da darfst du dich nicht runterziehen lassen. Wenn du bist bis 17 Uhr arbeiten, kommst um 17 Uhr nach Hause und dann guckst du drauf, was andere Leute schaffen, dann machst du dir deine Freizeit kaputt. Und wenn du dir deine Freizeit kaputt machst, machst du dir deinen Alltag kaputt. Und dann bist du am Arsch irgendwann. Es ist kackegal, was du in deiner Freizeit machst. Es ist nur wichtig, dass das für dich gut ist. Und natürlich, dass du niemand anderem damit schadest. Ne? Ansonsten ist mir kackegal, was ihr in eurer Freizeit macht, solange ihr einen Ausgleich dafür habt. Ich kann das schlechteste Spiel der Welt spielen. Wenn ihr sagt, das ist das beste Spiel der Welt, dann sollen alle anderen Leute die Fresse halten, wenn sie euch das Spiel schlecht reden wollen. Darum geht's gar nicht. Geil. Und damit will ich das jetzt eher abschließen. Hat aber Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert. Nee, das ist voll faszinierend. Deswegen, ich bin halt so eine richtig aktive Zuhörerin. Ich finde, ich muss jetzt erst mal heute für mich verarbeiten, was du heute alles erzählt hast. Super krass. Nee, ich glaube nicht, dass Burnout irgendwann vorprogrammiert ist da. Also, hat er ja vielleicht selbst geschrieben. Ja, aber so wie du schon sagst, dann merkst du das ja, dann änderst du ja was. Ich würde das machen, ja. Ob das dann jeder so kann, weiß ich nicht. Ich habe das ja auch mitbekommen von vielen Kollegen in Anführungsstrichen, die einen Burnout hatten. Ich kann mir das so schwer vorstellen. Also ich würde es gerne verstehen, weil ich super interessiert bin an solchen Sachen. Ne? Ich wünsche das niemandem oder ne, ich wünsche, dass jeder irgendwie gesund ist oder happy ist, aber wie wirkt sich das auf einen aus? Wie passiert das? Kann ich das merken? Also sag ich jetzt einfach, ja, wenn ich das merke, dann ändere ich was. Aber merke ich das? Kann ich das sehen? Ich weiß nicht, ich hatte es noch nie. Keine Ahnung. Also es gibt eine Sache, die ich auch nicht verstehen kann. Und zwar, das ist ein Thema bei mir im Chat schon lange. Ich kenne keine Kopfschmerzen. Was? Ich hatte in meinem Leben noch nie Kopfschmerzen. Oh, und jedes Mal, wenn mir Leute davon erzählen, versuchen sie mir zu erklären, wie sich das anfühlt. Und ich verstehe es nicht. Ich kann das nicht fühlen. Das wäre jetzt auch meine Intention gewesen, dir das kurz zu erklären. Es tut einfach nur weh. Ja, aber und dann? Es drückt. Ja, das sagen wir alle immer. Und dann? Ja, und dann. Und was macht man dann? Du nimmst dir eine Paracetamol und dann ist das weg.
Bei manchen geht's nicht weg. Und dann gibt's noch die Migräne-Kopfschmerzen. Dann kannst du kein Licht sehen. Sobald du Licht siehst, musst du kotzen. Ja. Sei froh. Ja, also krass. Wow. Also, siehst du, das ist ein Fun-Fact über dich. Was niemand so denkt. Aber du kannst halt nichts verstehen, was du halt nicht kennst. Ja. Genau. Erklär mal den Blinden die Farbe Rot. Und deswegen auch so mit diesem Burnout. Kann man das überhaupt merken? Richtig. Hatte man das vielleicht schon und ist anders damit umgegangen? War es nicht so ausgeprägt? Ist es bei allen gleich? Was ist Burnout überhaupt? Ja, wenn du dich halt nur, also du sagst mir jetzt so, du fühlst dich total toll mit dem, was du machst und so, und du kannst das und das machen. Ich glaube, wenn du Burnout hast, dann bist du einfach super unglücklich mit der Situation, aber du machst halt immer mehr. Du bist ja nicht unglücklich. Deswegen, das ist so schwer nachzuvollziehen. Also das ist natürlich, ich glaube, das kann auch niemand von euch mir erklären, weil ich es nicht... Ich kann mich natürlich in die Person hineinversetzen. Ja. So, wenn mir eine Person sagt, ich fühle mich schlecht oder ich bin nicht gut drauf, ich habe keine Lust, irgendwas zu machen, das kann ich natürlich nachvollziehen, aber dann weiß ich ja immer noch nicht, wie es sich anfühlt. So Gefühle kannst du, finde ich, nur schwer erklären. Also weißt du nur, wenn es passiert. Ja. Hattest du schon mal einen Stream, wo du gesagt hast, boah, ich habe heute aber keinen Bock? Ja. Ist das ein Anzeichen dafür? So kann es sein, muss es nicht. So, ne, wann ist das? Deswegen mal gucken, vielleicht ist es irgendwann soweit. Vielleicht passiert es irgendwann. Kann ich es aber präventiv ändern? Präventiv? Ja, wahrscheinlich auch nicht. Nee, weil du mit dem, was du ja gerade machst, ja Spaß hast. Ja. Ja. Deswegen mal schauen, wenn es soweit ist. Wichtig ist, glaube ich, danach für mich, und ich glaube, das ist auch von jemandem, wie man danach oder damit dann da umgeht oder wer für dich da ist oder wie auch immer Richtig. Man da Hilfe bekommt. Mhm. Aber es wäre, ich glaube, es ist schwer, sich darüber jetzt schon Gedanken zu machen. Ich glaube, Kalle hatte dazu ja einen Beitrag. Ja, das Video von Kalle habe ich, glaube ich, mir noch nicht gesehen. Angeguckt. Also ich habe dieses Video gesehen, wo Kalle und die Lochis und so weiter drin waren. Ich weiß nicht, ob Kalle noch ein dediziertes Video dazu gemacht hat. Ja, deswegen, das hat er gemacht, das meine ich, ja. Aber momentan, und das ist natürlich schlecht, und da soll sich niemand ein Beispiel dran nehmen, und ich möchte damit auch niemanden zu nahe treten, der schon hat, ich würde gerne wissen, wie weit ich gehen kann. Für mich selbst, ob das gesund ist oder nicht, das steht natürlich jetzt im Raum oder sonst. Ich würde gerne wissen, was kann ich? Weil ich glaube, der Mensch kann sehr anpassungsfähig sein, und damit will ich jetzt keinem irgendwie schlecht reden, der irgendwo mal, ich wünsche ja jedem alles Gute. Aber ich würde gerne wissen, wie weit kann ich gehen? So, ich habe nicht den stärksten Körper, wahrscheinlich nicht. Aber wahrscheinlich auch nicht das beste Immunsystem, wenn man nie draußen ist. Aber wie weit komme ich mit meinem Kopf? Willst du das, also bist du eigentlich so, dass du das herausforderst tatsächlich? Ich fordere es ja nicht heraus. Du kannst Sachen nur herausfordern, als Beispiel, du hängst an einer Klimmzugstange. Und du denkst dir, boah, ich kann nicht mehr, aber versuch's noch ein. Weißt du, das ist herausfordernd. Ja. Aber ich bin ja noch, gedanklich bin ich ja noch nirgendwo, wo ich denke, oh, hier könnte eine Mauer sein. Ich würde gerne aber wissen, kann ich mir die vorstellen? Komme ich gedanklich an einen Punkt, wo ich denke, komme ich da durch oder höre ich lieber auf? Also ich würde dir dazu raten, das nicht. Nein, natürlich. Wie gesagt, ich möchte soweit auch gar nicht drüber reden. Es geht nur um. Es ist sehr schwer, darüber zu reden. Und das ist auch bestimmt kontrovers, und ich möchte nichts Falsches sagen, weil ich niemandem auf die Füße treten möchte. Ja. Niemals oder so. Aber trotzdem schwirren mir solche Gedanken durch den Kopf. So. Ist ja auch so wie mit dem Depressionsthema. Ja, auf jeden Fall. Also, das sind ganz schwierige Themen. Also. Wie gesagt, jedem da draußen, ich wünsche euch alles, alles Gute. Ja. Und ich würde natürlich jedem wünschen, dass er gesund ist und bleibt. Aber ja, das ist so ein Gedankengang, den ich habe, weil das Thema ja auch schon öfter mal aufkam und auch auf Twitter und öfter mal zu lesen war. Toll. Gut. So, du bist jetzt verabredet. Ja. Du solltest nicht zu spät kommen. Wir sind ja alle im Chat. Ach so. Die schreiben alle schon, du guckst jetzt nervös auf die Uhr. Nee, sind ja alle da, kriegt ja jeder mit. Fuck dich das eigentlich ab, wenn jemand zu spät kommt? Ja, wenn es keiner sagt. Ja. Also wenn du mir um 3:30 sagst,
ich brauche 10 Minuten länger, dann ist mir das egal. Ja. Dann ist das vollkommen okay. Wenn du mir um 4 schreibst, du brauchst 10 Minuten länger, ja, dann geht es mir auf den Sack. Okay. So. Okay. Gut, also, habe ich ja noch nicht. Wenn du mir sowieso schon schreibst, dass du später kommst, wenn du zu spät kommst, dann ja, weiß ich das ja schon. Sag das früher. Ja. Habe ich zu spät gesagt, dass mein Internet nicht geht? Nee, alles gut. Okay. Aber das ist sowas so. Wir haben um 16 Uhr einen Termin und um 16.05 Uhr schreibst du mir, ja, ich komme zu spät. Ja. Ach, sag bloß. Ja, ja, ja. Da wäre ich jetzt nicht drauf. Willst du listen oder was? So. Alright. Gut. Ja, danke. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke für deine Spaß Zeit gemacht und deine Offenheit. Ja, sehr gerne. Nice. Ich wünsche dir und deinen Zuschauern noch einen schönen Livestream. Dankeschön. Dir auch. Bis später. Ciao.